Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Und schon bin ich wieder am Mikrofon und ich begrüße meine beiden Kollegen Tom und Sebastian. Hallo ihr beiden. Schon wieder wollen wir jetzt verraten, ja, dass die letzte Aufnahme erst 20 Minuten her ist? Sozusagen. Also meine ist heute wirklich noch nicht so lange her, aber das ist ein anderes Thema. Mein Name ist Olaf. Übrigens, wir sind der SSP, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Wenn du das jetzt so sagst, ne? Übrigens haben die Hörer schon gerade unser Intro gehört. Ja, aber das sagst du doch auch immer. Da darf man aber auch nichts Neues machen, ne, bei euch. Das Geile ist ja auch, da müssten wir ja auch nicht sagen, über was wir heute reden, weil das steht auch im Intro. Ja, oder Olaf, du darfst gerne was Neues machen, aber mach so wie sonst. Also mach was Neues, aber mach so wie sonst. Okay, Veränderungen irritieren uns sehr. Dann nochmal nachträglich, hallo, herzlich willkommen beim spezialgelagerten Sonderpodcast. Ach Gott sei Dank, er hat's gesagt. Olaf, falls ihr es vergessen habt, und meine beiden gehässigen Kollegen heißen Tom und Sebastian. Und heute reden wir über die drei Fragezeichen Folge 61, die Rache des Tijors. Hast du uns gerade hässlich genannt? Habe ich auch so verstanden. Ja. Wow. Ist ein Audio-Podcast, ist egal. Ne? Also. Die Rache des Tigers. Brigitte Jörn-Henker Weidhofer in Höchstform, wie ich finde. Würde ich auch sagen. Eine Frage vorab, bevor wir zu unseren Themen kommen, die wir vorher abhandeln müssen. Habt ihr denn heute schon Müsli gegessen? Müsli-Riegel, zählt es auch? Das zählt auch, dann bist du also schon mal grundverdächtig, würde ich sagen, an deiner Stelle. Ich habe auch gerade Schlappen an und ich habe meine Kühlschranktür zu und den Heizlüfter aus. Also und ich habe fettige Pommes gerade gegessen, also von daher. Also ich habe Cerealien. Ja, das sind die neuen Rammstein-Flakes. Ich esse sehr gerne Rezeptalien. So Getreide hatte ich in meinem Joghurt, ich hoffe, das zählt. Ich habe Getreide gegessen, einfach so ein Löffel Weizen. Aber das ist ja heutzutage wirklich ein Luxusgut, ne? Also Weizenmehl ist ja irgendwie, ne? Da wird es sicherlich bald, das ist das neue Kokain, würde ich sagen. Ja, ich habe schon online auf Twitter gelesen, dass jetzt mit kokaingestrecktes Weizenmehl gedealt wird. Wow. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Hier in Bremen wurden oder in Bremerhaven wurden diverse Pakete Kokain hier sichergestellt. Das kann man sicherlich in der Menge auch schon zum Strecken von Mehl benutzen. Aber das ist ein anderes Thema. Das eigentliche Thema, was ich euch fragen wollte, ist, was habt ihr denn so gehört? Boah, ganz wenig bei mir nur tatsächlich. Seit der letzten Aufnahme ist nicht so viel Zeit vergangen. Deswegen habe ich einfach nur Altbewährtes gehört. Ich habe ein paar Folgen Gruftschrecken nachgeholt, die mir noch gefehlt haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße auch an den Moritz, denn der hat uns da auch sehr lieb gegrüßt, zum Teil. Schon mal gehört, den Moritz, ja. Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen Dysonauts Podcast gehört. Das ist ein Podcast aus meinem anderen großen Hobby, Tabletop. Freunde aus, der Chef kommt aus Bramsche und Dysonauts sind immer sehr hörenswert. Machen ein bisschen was zu Rollenspielen, Tabletops, aber halt auch so Serien. Die sind große Star Trek-Fans und da quatschen sie da auch immer drüber, über solche Sachen. Lower Decks haben sie zum Beispiel mal Folgen gemacht. Ja, schon sehr, sehr cool, kann man sich schön anhören. Sind recht lange Aufnahmen zum Teil, muss man ein bisschen Sitzfleisch mitbringen oder halt einfach was Gutes zu tun haben, aber ist immer wieder ein Reinhören wert, kann ich nur jedem empfehlen. Weil wir eben gerade über Koks gesprochen haben, ein kleiner Disclaimer. Sebastian, du hast Heuschnupfen, ne? Und volle Kanne. Es hört sich an, es tut mir furchtbar leid für etwaige Schniefgeräusche, die wir versuchen, die rauszuschneiden. Aber du konsumierst also gerade keine Weizenprodukte oder irgendwie so. Nein, auf keinen Fall. Ich habe nur einfach fies Heuschnupfen, Birke und Gräser und so. Da habe ich jetzt mal eine Frage. Ja. Wir machen den Podcast jetzt ja schon ein bisschen länger. Und den Heuschnupfen hast du jetzt ja auch schon ein bisschen länger. Ja. Haben wir das noch nie erwähnt? Weiß ich nicht. Wir haben das immer zu deiner Abi-Zeit haben wir immer relativ viele Pausen und da fällt es dann, glaube ich, gar nicht auf. Oder wir nehmen bei Regen auf. Richtig. Und dann ist es Sebastian egal. Dann ist es nicht so schlimm, genau. Denn immer wenn es regnet, muss ich an sie denken, wie wir uns begegnen. Die Gräser. Immer wenn es regnet, muss ich an die Gräser denken. Von vorne wie von hinten, super ätzend. Von den Schniefer Mannheims oder wie die Band hieß. Packst du das mit unsere Playlist, Sebo? Ja, kann ich gerne machen. ANNA. Ja, sehr gerne. Mache ich,
Mache ich rein. Ich mag das Lied sehr gerne. Höre ich heute auch noch sehr häufig. Und Tom, was gibt's bei dir Neues? Ja, zwei Dinge im Wesentlichen. Also eine Sache, die ich in letzter Zeit wieder höre und eine Sache, wo ich euch fragen wollte, ob das für euch okay ist. Also fange ich erstmal mit der Sache an, die ich in letzter Zeit wieder höre, muss ich sagen. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber es gibt einen Podcast über Naturwissenschaften alltagstauglich erklärt von zwei Physikern, der nennt sich Methodisch Inkorrekt. Kennt wahrscheinlich jeder da draußen schon längst. Ja. Die machen das ja seit 250 Jahren. Und ich habe die vor Jahren schon gehört und ich habe jetzt neulich wieder damit angefangen. 216 Folgen haben sie, glaube ich, aktuell am Start. Ja, im Schnitt so also drei Stunden lang. Wenn das mit den 250 Jahren hinkommt, dann ungefähr ein Vierteljahr bringen sie eine Folge raus. Ja. Die ist dafür dann aber auch immer drei Stunden lang, also da hat man dann auch was zu hören. Ich glaube, die sind auch drei Fragezeichen-Konsumenten. Ich glaube, von der Altersgruppe passt das ganz gut. Ja, ich meine, dass ich da auch irgendwie sowas auf Twitter gelesen hätte. Ja, und die andere Sache, ihr wisst ja, dass ich so eine eklatante Drei-Fragezeichen-Bildungslücke habe. Und inspiriert von Sebo, der jedes Jahr einmal alle TKKG-Folgen hört. Richtig. Dachte ich, ich mache das jetzt vielleicht auch und gebe statt, was hat Tom in letzter Zeit so gehört, einfach immer nur das Update, bei welcher Folge ich mittlerweile angekommen bin. Also wenn das für euch okay ist, würde ich jetzt einfach, jetzt wo der Sommer vor der Tür steht und man wieder etwas mehr Zeit hat für Hörspiele, würde ich jetzt einfach bei Folge 1 anfangen und endlich mal diese Lücke schließen, die ich irgendwo zwischen 100 und 200 habe. Die Folgen, die ich, glaube ich, gar nicht kenne. Also nicht komplett, aber ein Teil der Folgen. So vereinzelt dazwischen dürften sein, die ich immer noch nicht gehört habe. Und dann würde ich mich halt auch durch alle Folgen noch mal durchquälen, die ich während der letzten 5 Jahre nicht so gerne besprochen habe. Ich würde dann Ja, ich erlaub dir das. Ja, mach mal. Okay, gut, dann werde ich halt zukünftig und Tom, was hast du so gehört? Dann werde ich sagen 34 oder 56. Aber dann fang noch rückwärts an. Es wird dann immer schöner. Nein, das ist auch nicht wahr. Das ist eine grobe Verallgemeinerung. Nein, ich meine eine Folge. Es ist so die Folge rückwärts zu hören. Ja, genau. So. Aber da muss ich erst wieder die ganzen. Und am Ende sind alle glücklich und warten darauf, dass was passiert. Genau. Ja, also ich kann die Folgen gerne rückwärts hören, aber dann muss ich erst die roten Vorhänge wieder aufhängen und den schwarz-weißen Teppichboden verlegen. Ja. Gut. Ich habe vergessen, dass ich noch was vorstellen wollte. Oh, ja, bitte. Tom wollte auch noch Bosetti will reden vorstellen, aber das macht er beim nächsten Mal wahrscheinlich. Wollte ich das? Ja, ich habe da noch nicht reingehört. Also ich will das immer noch hören. Ich wollte nämlich sagen, das höre ich nämlich auch regelmäßig. Ich höre immer Bosettis. Nee, Moment, Bosetti will reden ist ja diese Videoreihe auf YouTube, genau. Die gucke ich, aber Bosettis Woche, diesen Wochenrückblick, den Sarah Bosetti veröffentlicht. Ist aber extra 3, oder? Ja. Der ist nicht unbedingt extra, den gibt's auch als Podcast. Den wollte ich hören, aber den habe ich noch nicht gehört. Ah, okay. Muss ich jetzt mal nachholen. Sebo, du wolltest noch was anhängen? Ja, JBO haben ein neues Album rausgebracht, Planet Pink. Oder Planet Pink, ich weiß es nicht. Es erschließt sich jetzt nicht so sofort. Also es gibt halt ein Lied, das heißt Planet Pink. Wie heißt denn das Ärztealbum? Planet Punk oder Planet Punk? Planet Punk. Es ist auch vollkommen egal. Es sind 12 Songs drauf, die alle mehr oder weniger lustig sind. Und es ist ein sehr schönes, Liebeslied mit drauf. Das heißt nicht doof. Und das würde ich auch in die Playlist packen. Das ist auch in der gemeinsamen Playlist von Michelle und mir, weil wir das sehr cool finden, sehr schön finden. Ja, ist auf jeden Fall wieder, ist halt wieder JBO, aber ist auch wieder sehr geil. Welchen Kann Song packst du denn zur Playlist dazu? Also nicht doof mache ich auf jeden Fall rein. Und dann muss ich mal gucken, wahrscheinlich Mima Metal noch und vielleicht auch das titelgebende Planet Pink. Also da gibt's ein paar richtig gute. Also Sebo, der Sales Pitch war jetzt nicht so überzeugend, gerade nicht für mich, der mit JBO bei United States of Blödsinn ausgestiegen ist. Was soll ich dazu sagen? Ja, das Album, verkaufen da ist das ein Planet drauf. Ja, da ist ein Planet drauf, der ist pink. Okay, jetzt will ich's hören. Also es sind ein paar Coverversionen wieder drauf. Also Metal Was My First Love ist halt Music Was My First Love. Und bei Klassiker werden halt ein Haufen klassische Musikstücke vermittelt. Dann gibt es natürlich wieder einen Haufen so Spaß-Songs. Hier Mima Metal ist zum Beispiel einfach so ein Spaß-Song, der halt so,
ja aufgebaut ist wie diese ein Loch ist im Eimer Geschichten, ne? Also was macht er mit dem Metal Riff? Mima Metal Riff, und dann geht es halt das ganze Lied über. Ist aber sehr lustig. Ja, es gibt einen Song, der heißt Einhorn, den finde ich jetzt nicht so geil, aber ja. Sonst ist das Album echt gut. Es sind halt nur 12 Songs drauf. Es ist auch nicht sehr lang. Selbo, bitte geh nie in die PR. Es sind nur 12 Songs drauf, es ist nicht sehr lang und eigentlich ist es ganz gut. Nein, es ist wirklich. Was soll ich denn sagen? Ich bin kein Musikexperte, ich höre es mir halt gerne an. Lieber Radiozuhörer, wir unterbrechen das laufende Programm. Und meine Kollegen haben nichts vorzuweisen und machen lieber mich blöd an. Nein, ich möchte jetzt viel ausholen. Ich würde auch prophezeien, dass ich jetzt die Redezeit für die Kategorie Was habt ihr so gehört auch sprenge, weil ich das mit einem anderen Thema vermischen werde. Eine kurze Podcast-Empfehlung, diese eine Liebe vom ARD in der Audiothek zu finden, ein Podcast über die Ärztetour in Berlin. Es gibt aktuell 7 Folgen dazu von einem Fan-Reporter, der die Ärzte begleitet auf ihrer 12 Etappentour durch Berlin begleitet. Die Tour ist aktuell unterbrochen. Das heißt, man kann jetzt auch noch neue Folgen erwarten, weil der Rest der Tour nachgeholt wird. Macht sehr viel Spaß als Ärzte-Fan, das Ganze zu hören. 40 Jahre die Ärzte, so ein bisschen Rückblick auf Fanszene, auf die drei Musiker an sich und über deren Status in der deutschen Musikszene. Gibt es 7 Folgen, habe ich durchgesuchtet. Jede Folge dauert ungefähr so 15, 20 Minuten. Macht sehr viel Spaß zu hören, wenn man die Ärzte mag. Also man kann bei Spotify, Sebo, jetzt auch Podcast irgendwie mit hinzufügen zu der Playlist. Wenn du das übernehmen könntest, wäre das total super. Soll ich das dann in die Hörspiele packen? Oder? Weil wir haben ja Hörspiele und Musik nur. Ja. Aber wenn ich es jetzt in die Musik packe, ist es doof. Ja, es ist ja schon Musik halt. Ne? Also es ist sehr viel Musik auch. Also das ist das Schöne halt bei so ARD, die dürfen halt auch Musik mitverwenden im Podcast. Und, das ist ja voll clever, weil das kommt ja aus Westerland. Ja. Wo Farin Urlaub, eine kleine Geschichte aus diesem Podcast heraus, Farin Urlaub hat gesagt, nur mit diesem einen Song könnte er heutzutage ganz okayes Leben führen. Einfach nur von den Tantiemen für Westerland. Das ist auch ein geiler Song. Ja. War aber kein Nummer-1-Hit. Das ist noch ein anderes Thema. Also hört da mal rein. Und jetzt möchte ich über den Fluch von Tom und meinen gemeinsamen Spieleabend erzählen. Ich möchte vor allem an der Stelle einmal darauf hinweisen, Olaf, dass es irgendwie nicht gut endet, wenn du irgendwo hinfährst. Also in Berlin wird uns Spiegel vom Auto abgetreten. Ja, das war ja auch Ich sollte lieber zu Hause bleiben. Aber die Geschichte des ersten Spieleabends, also wir haben seit Ewigkeiten ja nicht mehr irgendwie wegen verschiedenen Gründen nicht gezockt zusammen. Und vor unserem Berlin Live-Podcast war das ja so, dass ich eingeladen habe, Tom, komm her, wir spielen hier mit 4 Leuten ein bisschen Tabletop bei mir zu Hause und dann passt das. Und dann war das eine Woche vor unserem Live-Auftritt in Berlin. Das war das Wochenende, der Sonntag vor Berlin. Genau, und wir hatten dann gesagt, ja, wir wollen ein bisschen vorsichtig sein, weil wir müssen nächste Woche ja nach Berlin fahren, bitte macht alle Corona-Tests und dann läuft das schon. Ich hatte eigentlich gedacht, aufgrund meiner Tochter durch Kindergartenkontakt bin ich wahrscheinlich derjenige, vielleicht Tom auch noch mit seinem Beruf in Verbindung, der Gefahr läuft, irgendwie sich anzustecken. Da haben wir schön gespielt und dann gab es ja dann die Meldung am Montag, quasi nach unserem Spielewochenende, dass eine unserer Freunde an Corona erkrankt ist und wir haben ja ganz schön gebangt darum, dass wir überhaupt nach Berlin fahren können. Hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet, dass wir uns angesteckt haben, aber es war schon mal ein kleiner Dämpfer für dieses eigentlich recht spaßige, launige Spielewochenende. So, und jetzt war es denn so, dass Ines mit meiner Tochter zusammen zu Oma und Opa gefahren sind und ich hatte sturmfreie Bude und habe dann zu Tom gesagt, Mensch Tom, lass uns doch mal in unseren Lieblingsspieleladen Highlander Games hier in Bremen uns verabreden und gemeinsam dort wieder eine weitere Runde Tabletop zocken. So, das hat jetzt bedingt was mit der Corona-Geschichte zu tun. Aber ja, das war. Ne? Ja, es geht erstmal darum, dass unsere Spieleabende verflucht sind. So, jetzt muss ich von der anderen Seite, jetzt muss ich quasi so die Backstory bis dahin erzählen. Ich habe mir jetzt im April ein E-Bike zugelegt, weil jetzt durch unseren Umzug im letzten Jahr ist der Weg zur Arbeit für mich ein bisschen weiter und ich hätte gedacht, ein E-Bike wäre einmal wegen Corona und auch ökonomisch gesehen
Und auch für mich, für die Fitness ein bisschen besser sich anzuschaffen, damit ich eben nicht mit den Öffis fahren muss, aber auch nicht durchgeschwitzt und nicht durchgeschwitzt in der Firma ankomme. So. Also ich hätte ja aber auch erwartet, dass du dir ein E-Bike kaufst. Ein E-Bike? Ja, so fast. Das spielt gleich auch noch eine entscheidende Rolle dabei. Also ein E-Bike habe ich mir angeschafft und ich habe gedacht, na, so ein E-Bike ist ja dann schon wertvoll und auch ein begehrtes Objekt für Diebstahl. Und ich habe mir einen AirTag gekauft. Das ist so ein kleiner Bubble von Apple, wird der herausgebracht. Es gibt auch noch ähnliche Produkte, die auch sicherlich auf Android und so funktionieren. Aber ich habe jetzt nochmal eine Apple-Infrastruktur und habe diesen AirTag an diesem Fahrrad montiert. Das war ungefähr 2 Wochen, bevor wir uns für diesen Spieleabend verabredet haben. So. Und der Spieleladen ist unweit von meiner Firma und ich wollte eigentlich das Fahrrad in der Garage in der Firma stehen lassen, aber weil es so doll regnete, habe ich dann gesagt, okay, fahre ich jetzt doch lieber schnell mit dem Fahrrad zum Spieleladen, anstatt es in der Firma stehen zu lassen, und habe es ordentlich angeschlossen, das Fahrrad. So, wir hatten einen vergnüglichen Spieleabend, muss ich so sagen, aber dieser Abend endete wieder mit einer Überraschung, weil nämlich vor diesem Spieleladen wurde innerhalb von 2 Stunden mein Fahrrad geklaut. Ich hatte irgendwie ein Schloss, was locker über 100 Euro gekostet hat und bin davon ausgegangen, dass es einigermaßen sicher dort steht. Zumal ich auch immer aus dem Schaufenster rausgucken konnte, um nach dem Rechten zu sehen. Ja, vor allem, das ist ja auch, also ich war ja da schon. Ja. Und das ist ja auch jetzt Wahnsinn, das ist ja eine stark befahrene Straße, da ist ja ständig jemand. Richtig, ja, und wir haben auch beim Spielen festgestellt, dass man die Feuerwehr langgefahren mit Blaulicht und ein Krankenwagen und auch die Polizei. Also haben wir uns aber nichts bei gedacht, weil irgendwie in der Nähe des Bahnhofs immer relativ viel los ist. So, und jetzt beginnt der True Crime Detektivspaß meines Lebens. Ich komme raus. Wir machen einen Podcast drüber. Tom hat sich verabschiedet, ist mit dem Auto an mir vorbeigefahren und ich wollte gerade zum Fahrrad marschieren und habe festgestellt, da wo dieses Fahrrad stehen sollte, steht es jetzt nicht mehr. Kacke. Ja, ich bin an euch vorbeigefahren und habe gesagt, wieso steht denn der Dödel da noch? Der wollte doch nach Hause. Ist doch voll spät. Ja, ich muss ja am nächsten Tag auch wieder zur Arbeit. So. Ja, Fahrrad ist nicht mehr da. Gut, also was machst du? Es war irgendwie 23:45 nachts. Ich rufe 110 an, habe gesagt, hier, mein Fahrrad wurde geklaut. Und habe, während ich telefoniert habe, habe ich auf meinem Handy dann geguckt, ob mein AirTag eventuell was von gegeben hat. So. Und dann hat die Polizei gesagt, ja, wann wurde das Fahrrad geklaut? Wo wurde es geklaut? Und irgendwie haben die ganzen Sachen halt aufgenommen. Und ich konnte währenddessen dann sagen, ach übrigens, ich habe an diesem Fahrrad einen AirTag platziert. Und der wurde zuletzt halt in einem Stadtteil ungefähr 8-9 Kilometer entfernt von dem Laden, wurde der zuletzt geortet. Ja, und dann kam ein Streifenwagen, hat nochmal so meine Personalien aufgenommen. Und das war dann irgendwie kurz nach 12. Und haben gesagt, ja, dann können Sie jetzt nach Hause fahren. Ich wollte dann zur Haltestelle, habe festgestellt, dass die Straßenbahn gerade weg war und hätte eine Stunde warten müssen. Steig erstmal in ein Taxi, weil ich keinen Bock hatte, noch eine Stunde zu warten. Ich musste ja am nächsten Tag wieder arbeiten. Bin dann so fast zu Hause gewesen, als das Handy wieder klingelte, die Polizei am Apparat, und hat gesagt, Herr Felten, haben Sie noch mal Zeit? Wir würden jetzt gerne mit Ihnen noch einmal nach Aßen, so heißt der Stadtteil, hinfahren, um mit Ihnen gemeinsam mit Ihrem Handy zusammen versuchen, das Fahrrad zu orten. Weil für die war das dann auch ein gefundenes Fressen, dass die eventuell einen Fahrraddieb schnappen können. Das ist ja etwas, was leider nicht so häufig stattfindet, weil die Fahrräder sind in der Regel dann weg. Also bin ich dann mit dem Taxi wieder zurück zur Stadt gefahren, also wieder die ganze Strecke zurück, habe erstmal 30 Euro ein Taxigeld bezahlt, nur um 200 Meter entfernt von der Stelle anzukommen, wo ich ins Taxi gestiegen bin. Na gut, was willst du machen? Ja, dann werde ich von den Polizisten in Empfang genommen. Oh ja, dann steigen Sie mal ein. Und habe gesagt, oh, ich soll jetzt im Streifenwagen hinten sitzen. Ja, vorne dürfen Sie nicht sitzen. Ja, prima, habe ich gesagt. Da wollte ich abends immer schon mal sitzen. Hinten auf dem Streifenwagen ist mein liebster Ort, so wie ich mir das vorstellen kann. Wir fahren halt über die Weser hinweg und suchen dort nach dem Fahrrad. Die Polizisten waren zu viert mittlerweile da und haben das ganze Gebiet abgesucht. Das war auf so einem Hinterhof, der auch verschlossen war. Ich habe denen mein Handy gegeben. Habe gedacht, das ist auch super, dass sie jetzt gerade mit meinem Handy unterwegs sind. Haben das aber dann nicht ausmachen können. Das Problem war halt einfach, dass diese Ortung bedarf immer ein iPhone in der Nähe. Und die letzte Ortung war halt eine Stunde zuvor und daher war das recht ungenau. Also
wäre es dann irgendwie in der Garage oder so gewesen, hätte man das gefunden. Aber wenn nur jemand mit dem iPhone dort vorbeigefahren ist, dann ist die Position halt recht unscharf. Naja, um 12:45 haben sie die Suche eingestellt und ich war halt von meinem Zuhause, war ich ungefähr 12 Kilometer entfernt. Darf ich da eine technische Frage stellen? Ja. Dein iPhone zählt dann nicht, wenn das in die Nähe kommt? Doch, deswegen waren wir da. Mein Ach iPhone so. Sogar könnte das Gerät, weil es ja mein eigenes Gerät ist, das ist datenschutzrechtlich wohl okay, kann das denn auch noch näher orten. Ansonsten kannst du den AirTag nicht auch klingeln lassen oder so, wenn du in der Nähe bist? Ja, kannst du auch, ja. Okay. Aber sollte das in Händen der Diebe sein, habe ich gedacht, ist das mit dem Klingeln lassen vielleicht doch keine gute Idee. Ja, dann finden die den AirTag. Kommen sie da drauf, dass dieser AirTag halt versteckt ist. Auch wieder was. So. Ja, und dann habe ich die Polizisten gefragt, können sie mich denn wieder ein Stück mit in die Stadt nehmen? Dann haben die gesagt, ja, wissen Sie was, es ist relativ ruhig die Nacht. Habe mich auch schon gewundert, warum 4 Polizisten nachts sich darum kümmern, wo mein Fahrrad geblieben ist. Und dann hat der eine Polizist wohl gedacht, ah, den fahren wir jetzt nach Hause. Und ich so, oh, das ist aber nett von Ihnen. Also ich bin wieder hinten ins Auto eingestiegen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass ich reisekrank werde. Nee, sag jetzt nicht, du hast den in den Streifenwagen gekotzt. Nein, aber ich war ganz kurz davor, weil der meinte eben, die konnten halt nicht so viel Zeit darauf verschwenden, dass sie mich halt ans anderen Ende von Bremen dann fahren. Und der ist mit ungefähr 100 Sachen durch die Bremer Stadt geballert. Als Polizist darfst du das wohl offensichtlich. Nur weil das blau durchfahren ist, aber war doch gar kein, okay. Das war doch gar kein Notfall. War halt nachts. Dann wäre ich auch reisekrank gewesen, wenn ich so einen Polizist mit 100 durch die Innenstadt geballert hätte. Durch die Fußgängerzone. Mir war speiübel. Ich habe hinten gesessen und gedacht, ach du Scheiße, ich kann jetzt nicht das Auto hier voll kotzen. Irgendwie so. Naja, auf jeden Fall war ich dann irgendwie um 14:45 zu Hause und dann haben die Polizisten gesagt, ja, wenn sie das die nächsten Tage vielleicht noch orten können, dann können sie ja nochmal Bescheid sagen. Irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar. Gut, vorm Schlafengehen war eigentlich nicht dran zu denken, weil mir war einmal noch mega übel vom Autofahren und war auch noch sehr aufgekratzt, weil immerhin ist mein Fahrrad, was nicht gerade günstig war, geklaut worden, war also definitiv geknickt, aber auch noch sehr aufgebracht. Hab dann vor dem Schlafengehen nochmal die Push-Nachricht aktiviert, das heißt, wenn mein Fahrrad irgendwie geortet wird, dann kriege ich halt eine Push-Nachricht. So, ich bin wahrscheinlich dann irgendwie so um 16:30 eingeschlafen nachts und um 7:15 morgens kriege ich eine Push-Nachricht, dass mein Handy dass mein Fahrrad wieder in Asten, also in dem Stadtteil, wo wir auch schon gestern mit der Polizei gesucht haben, geortet worden ist. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar. Jetzt erstmal Füße stillhalten, vielleicht ist er jetzt gerade wieder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, der oder die Täterin. Hab also 2,5 Stunden geschlafen, war mega groggy und dann eine halbe Stunde später habe ich wieder eine Nachricht bekommen, dass das Fahrrad wieder an der gleichen Position gefunden worden ist. So, dann war ich also wieder kerzengerade im Bett. Problem war, dass ich da jetzt nicht mal eben, weil das ja ein paar Kilometer entfernt ist, nicht mal eben einfach so hingehen kann und Ines ist ja mit dem Auto unterwegs gewesen. Also habe ich meinen Kumpel Simon angerufen, liebe Grüße an Simon. Und habe ihm gesagt, du hör mal zu, mein Fahrrad haben sie gestern geklaut und jetzt habe ich das gerade per AirTag geortet. Und hat er gesagt, ja alles klar, ich hole dich in 10 Minuten ab und dann sind wir halt, weil der hier in der Nähe wohnt, sind wir zusammen mit seinem Auto hingefahren und Sebo, was soll ich sagen, ich habe mein Fahrrad wiedergefunden und zwar war das an einem so einen kleinen Trampelpfad unweit einer Wohnsiedlung entfernt an einen Baum gekettet. Und das muss irgendwie so eine Gassi-Strecke gewesen sein, wo wahrscheinlich irgendwelche Hundebesitzer mit ihrem iPhone langgegangen sind, irgendwie in einem Abstand von einer halben Stunde. Ich möchte an der Stelle nochmal etwas anmerken. Ja. Ich finde es höchstgradig ironisch, dass dein Fahrraddieb Angst hatte, dass das Fahrrad geklaut wird und dass deswegen angekettet. Finde ich auch krass. So erstmal festschließen, man weiß ja nicht, wer alles. Ja, am Ende klaut noch jemand das Fahrrad, ey. Hier ist auch Gesocks hier unterwegs, das ist aber echt unfassbar. So, also hatte ich jetzt mein Fahrrad wiedergefunden und dann habe ich halt nochmal die Polizei angerufen und dann habe ich halt irgendwie die 110 gewählt, weil irgendwie über die Zentrale das irgendwie wohl nicht drin war und die haben halt auch gesagt, ich sollte über den Notruf anrufen. Also nicht voreilig den Notruf rufen, versuchen immer sonst die Zentrale zu erreichen. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Fahrrad wurde gestern geklaut, habe dann das Aktenzeichen durchgesagt und dann, das habe ich gerade wiedergefunden. Wie, das haben Sie wiedergefunden? Wo sind Sie denn jetzt? Und dann habe ich denen das erzählt und dann haben die gesagt, ja, wir schicken einen Streifenwagen vorbei, der ist in 20 Minuten da.
anderthalb Stunden später kam ein Streifenwagen und hat dann gesagt, ja, wie, das ist jetzt Ihr Fahrrad und wie haben Sie das denn gefunden? Und dann habe ich das erzählt. Also dieser AirTag funktioniert ja wie folgt, das ist so ein kleiner Bluetooth-Sender, der schickt alle paar Sekunden ein Signal und das ist halt, es gibt ja verschiedene Klassen von Bluetooth-Geräten und die schicken halt auf dieser untersten Schwelle sozusagen eine Information halt mit der ID dieses Tags und das wird dann an iPhones gesendet und die können damit umgehen und die senden das dann eben halt ans Netzwerk und können diese Daten, das ist halt vollkommen anonym, erst einmal diese Daten, die übertragen werden und können halt nur von dem Besitzer identifiziert werden. Das heißt, wenn du in diesem Netzwerk drin bist, dann wissen die halt, wo alle AirTags der Welt sind, aber nur du kannst dein eigenes AirTag dann orten. So. Und dann kam das Geilste überhaupt, was die Polizistin gesagt hat: Haben Sie denn einen Kaufvertrag dabei? Und ich denke, bitte was? Habe ich immer dabei meinen Kaufvertrag. Wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin, habe ich immer den Kaufvertrag, den Versicherungsschein, alles dabei. Naja, du kamst ja nun von zu Hause und du wusstest, dass du zu deinem Fahrrad fährst. Also so dumm finde ich die Frage von dem. Trotzdem nicht den Kaufvertrag mit. Ey, sorry, aber als Eigentumsnachweis, so dumm finde ich die Frage von dem Polizisten. Naja, also ich Bolzenschneider mit. Ich konnte das Fahrrad piepen lassen und ich habe vor allen Dingen, weil das ja ein E-Bike ist, ich habe einen Sicherheitsschlüssel für den Akku. Also ich konnte denen halt zeigen, schauen Sie mal bitte hier, ich kann den Akku aufschließen und ich kann auch das Fahrrad piepen lassen. So, aber ja, den Kaufvertrag konnte ich dann per E-Mail Gott sei Dank noch irgendwie nachreichen und dann habe ich gemeinsam mit dem Polizisten mein Fahrrad dann mit einem Bolzenschneider freigeknackt. Hatten die einen Bolzenschneider auf dem Wagen? Die hatten einen Bolzenschneider in der Hand und dann hatten sie dann, als ich mir, also ich habe das, so ein Bolzenschneider ist ja schon okay, aber wenn der Hebel nicht groß genug ist, dann ist es halt richtig körperlich anstrengend. Ich habe mich da irgendwie fast bei gezerrt. Ja, sonst hätten wir die Flex genommen. Wo ich denke, okay, dieser Tipp kam 10 Minuten zu spät. Meine Hände tun mega weh gerade. Die haben auf dem Streifenwagen eine Flex? Ja, so eine Handflex, ne? Ja, trotzdem. Das ist doch, finde ich schon wichtig. Nee, ich bin erstaunt. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie dafür die Feuerwehr oder den THW rufen. Ja. Ich finde es interessant, dass sie dich mehr verfolgt haben als den Typen, der es geklaut hat. Das finde ich super. Ja, also und das ist leider so und da können die Polizisten halt nichts für, aber die konnten halt auch aufgrund von Personalmangel weder Fingerabdrücke nehmen, also dass sie das halt irgendwie nachverfolgen, noch, und das war eigentlich ein gefundenes Fressen, die hätten ja im Prinzip sich da auch hinsetzen können oder so verstecken können, dass sie halt den Fahrraddieb auflauern, aber dafür ist das Objekt nicht wertvoll genug wohl. Oder nicht. Ach ja, naja, gut, okay. Was soll's auch. Das heißt, du hast jetzt praktisch den Fahrraddieb, das hast du jetzt zurückgeklaut. Ja. Aber du weißt ja jetzt nicht, ob der Kollege nicht einfach das nochmal macht, ne? Weil man weiß es ja nicht. Ja, ich werde es da jetzt erstmal nicht mal so abstellen. Ich habe das jetzt natürlich bei mir hier zu Hause. Ich muss jetzt ein neues Schloss kaufen. Der Rahmen ist total verkratzt und ich habe eigentlich wäre das Fahrrad geklaut worden, hätte ich ein neues bekommen. Klingt erstmal ganz verlockend, dass man sagt, da eigentlich wäre es besser, wenn das Fahrrad weg gewesen wäre, dann kriegst du nämlich ein neues Fahrrad. Aber es ist ja gerade so, dass es überall Mangel gibt an Akkus und Halbleitern und hast du nicht gesehen. Hätte ich jetzt das Fahrrad nicht wiedergefunden, hätte ich ein neues Fahrrad wahrscheinlich erst im Jahre 2023 bekommen. Das wäre also dann mit immensen Kosten verbunden, irgendwie, weil ich mir alternative Wege zur Arbeit raussuchen muss. Darf ich an der Stelle noch was anmerken? Ja. Also gegen Fahrraddiebstahl ist man ja zwangsläufig versichert, wenn man eine Hausratversicherung hat. Also da greift ja die Hausrat. Müsste die nicht rein theoretisch jetzt auch für die Schäden haften, die jemand Drittes quasi an deinem Fahrrad verursacht hat? Oder? Ja, ich habe sogar noch eine extra Vollkasko-Fahrradversicherung für so ein E-Bike abgeschlossen, weil die Hausratversicherung ist ja immer nur prozentual von dem Gesamtbetrag irgendwie bewertet. Und du müsstest halt ordentlich draufzahlen dafür. In dem Fall ist es jetzt so, dass es extra versichert ist, eine extra Vollkaskoversicherung für Fahrräder. Allerdings sind Kratzer am Rahmen und die sind wirklich immens. Das haben wir leider mit dem Polizisten nicht gesehen, sondern erst als wir das Fahrrad freigekettet haben, haben wir festgestellt, dass auf der einen Seite der Rahmen einmal komplett abgekratzt war. Also und das ist für die Versicherung nur ein optischer Mangel und der wird nicht erstattet. Ja, Versicherung, die finden immer einen Weg, dass sie nicht zahlen müssen.
Naja, vorne das Ei und das neue Schloss und so weiter, das kriege ich alles ersetzt. Das ist eigentlich so ganz schön und gut. Und ich hätte einen Provisionscode für AirTags und Fahrradklingeln, da war nämlich der AirTag versteckt, locker bei meinen Kollegen irgendwie anbieten können. Weil ich glaube, 5 von meinen Kollegen haben sich jetzt so einen Apple AirTag für ihr Fahrrad angeschafft, weil sie das damit sichern wollen. Ja. Es war eine Hightech-Schnitzeljagd, die mich zwar eine ganze Nacht gekostet hat und am nächsten Tag musste ich einen Tag Urlaub nehmen wegen der ganzen Organisation mit der Polizei. Aber es hat sich gelohnt. Ach Mensch, also, voll das beschissene Geocaching. Ja, aber es ist erstaunlich, wie das funktioniert hat. Also das kann nicht immer gut funktionieren, weil wenn das in irgendwie ein Gebäude steht, dann kann das natürlich schlecht von anderen iPhones und so weiter geortet werden. Aber in dem Fall hat mir das jetzt ganz schön geholfen und es war ein wirkliches Detektivabenteuer. Also nicht so ein Happy End wie bei den 3 Fragezeichen, aber es war schon sehr aufregend. Ja. Also erstmal, ich freue mich, dass du dein Fahrrad wieder hast. Ich habe das Ganze ja immer über WhatsApp Chat-Nachrichten so fast live mitverfolgt. Sozusagen, ja. Jetzt sind wir 32 Minuten in der Aufnahme drin. Ich würde sagen, das war's dann noch wieder für heute, ne? Also. Ja, ne, oder? Also das war der SSPTC-Podcast, der True Crime-Podcast. Ja. Aber ich hatte ja gesagt, das wird den Rahmen ein bisschen sprengen, aber ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt, die Geschichte. Ich hoffe, dass die Leute, die diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hören, noch dabei sind und nicht denken, ich dachte, da soll das um 3 Fragezeichen gehen. Na, ich habe ja Kapitelmarken gesetzt, also diesen Teil konnte man auch dezent überspringen. Und wer das jetzt durchgehört hat und hinterher gesagt hat, oh, das war aber scheiße, bitte das nächste Mal in den Podcatcher gucken, da gibt es Kapitelmarke und da geht es dann direkt zu diesem Punkt, nämlich die Folge, die wir heute besprechen. Ja, es tut uns sehr leid, dass diese Geschichte den Rahmen zerkratzt hat. Too soon? Aber das ist so eine Geschichte, an die man sich immer noch irgendwie in 15 Jahren, 20 Jahren erinnern wird. So. Also ich ja, mein Fahrrad wurde auch mal geklaut in Pforzheim. An die Geschichte erinnere ich mich immer noch und finde es immer noch total kacke. Aber naja. Ja, ich habe so ein halbes Happy End. Das ist so, ne? Ich erzähle dann die Geschichte von unserem Auffahrunfall beim nächsten Mal. Sehr gerne, oh, ja. Die Abenteuer der Erwachsenen. Bitte hier Shitty-Flut einfügen. Die 3 Fragezeichen werden erwachsen. Ich fände das übrigens höchstgradig ironisch, wenn der Fahrraddieb durch lustigen Zufall diesen Podcast hört, denkt, verdammt, die Klingel. Und ab sofort weiß er den Trick und bricht beim nächsten Mal immer die Klingel ab. Ja, also wenn der Fahrraddieb das jetzt hier echt hört, ne, dann Brenne in der Junge. Hölle, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber irgendwie. Mögen dir die Hände abfallen. So. Habe ich den Urlaubstag, den ich genommen habe, deswegen, habe ich den denn von der Versicherung erstattet bekommen? Wie gesagt, das Beeindruckendste finde ich immer noch die Schuhspäher an das geklaute Fahrrad ein Schloss zu machen. Ja, das habe ich hier, das Schloss. Das nehme ich vielleicht als Coverbild hier für die Podcast-Folge. Heb's gut auf. Ja. Vor allem auch das Vorhängeschloss, ne? Ja. Und wenn es dann mal soweit ist. In eine Socke und dann. Ja, die Geschichte hat übrigens eine andere Geschichte, die ich erzählen wollte, ersetzt, weil mein Kumpel Simon hat gesagt, dass er an einer Ampel einen Aufkleber gesehen hat von 2 Mädchen, die Teenager sind und eine Detektei gegründet haben und jeden Fall übernehmen. Und die wollte ich eigentlich gerne für den Podcast mal einladen. Ihr müsst mein Fahrrad wiederfinden. Aber das wäre es doch gewesen. Nein. Aber dann hat der AirTag die beiden überflüssig gemacht. Ja, genau. Da muss ich sagen, es geht um einen Kunstdiebstahl. Nein, aber das fand ich sehr, sehr sympathisch. Leider habe ich diesen Zettel nicht mehr gefunden, weil der überklebt worden ist von irgendeinem Zirkus oder so. Anyway, Rache des Tigers. Ach, sind wir schon soweit? Wir sind schon soweit. Kaum vergeht eine halbe Stunde. Die harten Fakten. Die Folge hat das Folgenvoting gewonnen, deswegen besprechen wir sie jetzt. Geschrieben von? Jetzt schon. Alter, so. Geschrieben von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer. Das Cover von Eiger Rasch. Erschienen ist das Buch mit der Nummer 60 im Jahr 1994 und das Hörspiel mit der Nummer 61 am 27. Februar 1995. André Minninger und Heike-Dine Körting, Skript und Regie. Die Länge sind ungefähr 58 Minuten. Und als das Hörspiel erschien, war ich 9 Jahre alt. Und Keith Haring war schon 4 Jahre tot. Und ich war 11. Dinge gibt's, der Wahnsinn. Olaf war schon 27. Ich wollte das nur deswegen erwähnt haben, weil das halt eine Folge ist, die ganz krass in meine richtig aktive 3-Fragezeichen-Phase in der Grundschule fällt. Also
quasi ja. Dazu müsst ihr wissen, Tom ist und war hochbegabt. Der ist mit 4 eingeschult worden. Was? Nee, aber mit 9 ist man hier oben im Norden in der Grundschule. Kann ja sein, dass ihr da noch in der Baumschule seid, aber. Oh, ihr habt es gehört, liebe Südspezies. Da war ich doch ein kleiner Setzling, genau. Nein, aber wie kommst du drauf, dass ich mit 4 eingeschult worden bin? Nein, ich mach doch nur Blödsinn. Ach so. Nee, ich sag das deswegen, weil es ist eigentlich keine Crimebuster-Folge mehr, weil sie ja von Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer, sagt das schnell 5-mal hintereinander, geschrieben wurde. Aber sie fühlt sich halt noch so richtig krass krimsebusterig an. Mega krimsebusterig. So? Ja. Ja, weil wir haben gerade das Buch. Ja, wir haben hier auch nichts Übernatürliches. Wir haben hier ganz bodenständige Fälle. Und ich weiß, das wird nicht gerne gehört. Aber im Endeffekt ist das hier ein TKKG-Fall. Das stimmt. Und, und ich kann euch dann auch ein paar Anhaltspunkte immer wieder zeigen, wo das einfach genau das Gleiche gewesen wäre in der Millionenstadt. Aber der Crimebuster-Moment in dieser Folge, der kommt ja relativ am Ende, nämlich dass die Frage gestellt wird, was Tiger denn so tun. Ah, hört mir bloß auf. Bevor wir an diese Stelle kommen. Lass uns über das Cover reden. Ja, sehr gerne. Ich finde das Cover richtig cool. Also deswegen, mir gefällt dieses Verschmelzen von menschlichem und Tigergesicht. Ja, es ist sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite ein wenig, wenn man jetzt die einzelnen Gesichter anschaut, dann geht es beim Menschen besser als beim Tiger, finde ich. Aber alles in allem sieht es mega cool aus und die Farbgebung gefällt mir auch total. Ich hätte früher immer gedacht, dass es Bob ist, weil eben Brillenträger ist es nicht ganz abwegig, aber wer das Buch über Al-Gharrasch sich anschaut, wird feststellen, dass es sich um ein Foto von Keith Haring handelt, einer der Pop-Art-Künstler der 80er Jahre, der irgendwie, ich glaube, gefühlt in meinem Freundeskreis in jedem zweiten Zimmer hing. Der wurde dort verwurschtet, ne? Also das Foto findet man heutzutage immer noch irgendwie bei Google und da denkt man, ach ja, alles klar, da hat sich Al-Gharrasch wohl bedient. Ja, ich weiß nicht, wer das jetzt sein soll, ob das der Roy Schneider, Schreiber oder wie auch immer ist, oder ob das der Fred Hall sein soll. Fred Hall müsste das doch sein, weil der ist doch ein Brillenträger. Tragen beide Brille. Und untersetzt sehe ich jetzt an dem Gesicht alleine nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es einfach nur ein Kunstwerk, das den Fall, also das muss nicht irgendeine Person sein, für mich. Ja, also. Es kommt ja auch kein Tiger in der Folge vor. Wie gesagt, der Titel ist auch krass irreführend. Für mich ist es einfach nur ein Bild halt einfach, bisschen so eine künstlerische Darstellung des Falls. Ja, wenn es ein Löwe wäre und es ein bisschen wehendere Haare und so weiter gäbe, könnte das auch bestimmt irgendwo so als Bravo-Poster an der Wand hängen. Ich finde das ganz furchtbar, das Cover. Ganz, ganz furchtbar. Wirklich? Ja, es ist für mich ein Cover auf dem Niveau eines Ed Hardy-T-Shirts. Wow. Wow. Das ist hart. Ich finde es voll cool. Ich find's, was ist denn an Ed Hardy denn so schlimm? Ich find's richtig, richtig schlimm. Ich nehme mein Camp David-Shirt hier im Schrank. Es hat nichts mit der Folge zu tun. Es, ja, wie, das dann aber viele Cover haben nichts mit der Folge zu tun. Aber das hier extremst, und dafür steht Al-Gharrasch nicht. Al-Gharrasch hat eigentlich immer irgendein Element aus den Folgen. Und hier ist jetzt ein Tigergesicht, das in einen Mann übergeht und Rache des Tigers. Der Titel ist schon mal ganz komisch für die Folge. Dieses Cover, ich mag dieses Cover überhaupt nicht. Und dann dieser blaue Tiger und der blaue Mann, nee. Geht für mich gar nicht, das Cover. Das finde ich nicht gut. Also blau ist jetzt natürlich, also das ist lila. Der Mann ist lila, der Tiger ist weiß und blau-grau. Dann ist er halt lila, Herrgott. Das kann mein farbenblindes Auge nicht sehen. Das weiß ich, ich wollte dich nicht. Das soll wahrscheinlich die Nacht andeuten, aber die Nacht der Tiger ist ja eine spätere Folge. Also ich mag das Cover überhaupt nicht. Es ist für mich das Schwächste an der ganzen Folge. Es könnte auch ein Lego-Hörspiel von den Biomorphs sein. Nein, aber ich finde es, aber es ist doch interessant. Also ich meine, ja, der Bezug zur Folge. Es geht ja schon irgendwie um einen Tigerkäfig Ja, aber Olaf, jetzt rette doch mal den ganzen Kladderadatsch hier. Also was sagst du denn? Ich finde es schön. Also es macht mich neugierig. Das ist deutlich ansprechender, wenn man jetzt mal die Folgen davor oder dahinter sieht. Hat das noch so ein bisschen was Mysteriöses, was das Ding ausstrahlt? Ja, Dopingmixer hatten wir halt Fußball, also so Laufschuhe, nicht Fußballschuhe, ja. Laufschuhe. Das könnte auch eine Converse-Werbung gewesen sein. Also entschuldige mal, aber das Cover danach ist Spuk im Hotel. Und das ist eins der besten Al-Gharrasch-Cover überhaupt.
da ist viel mehr Spannung mit der mysteriösen Frau, mit der Sonnenbrille, der Silhouette hinten auf dem Balkon. Es ist so viel besser als, ich habe hier so einen lilafarbenen Dude und der verwandelt sich so halb in einen Tiger. Okay, würde es dir besser gefallen, wenn es eine Sonnenbrille gewesen wäre? Nee, es würde mir sehr viel besser gefallen, wenn da nur der Tiger drauf wäre. Oder der verlassene Zoo. Oder von mir ist sogar das ranzige Frittenfett. Wow. Man hätte auch das Bild nehmen von der Rache des Bombenlegers von TKKG nehmen können. Also ich gebe zu, diese es gibt es ja auch ganz oft als Postermotiv. Immer wenn irgendwo so Mensch in Tier rübergemorpht wird, in Zeichnungen und so weiter. Das finde ich so furchtbar kitschig. Das geht gar nicht. Und wahrscheinlich, weil ich eine Abneigung gegen diese Motive habe, mag ich auch dieses Cover so wenig. Da bin ich mal gespannt, was die Spezies dazu sagen. Schreibt es bitte mal in die Kommentare, ob Tom recht hat oder ab. Naja, über Geschmack lässt sich ja trefflich streiten. Eben, also, aber das ist ja ein durchaus legitimes, schönes Thema, wo es so ein bisschen Crunch geben kann. Crunch? Ja. Und was braucht die Welt jetzt nicht mehr als noch mehr Crunch? Crunch Chips, im Getriebe. Das hätte ich jetzt sehr gerne, ja. Oh ja, Crunches hätte ich jetzt auch Bock drauf, aber dann will ich mit niemandem von euch reden, geschweige denn euch hören. Denn Crunch, so, apropos hören, cringy. Oh Mann. Apropos hören, wenden wir uns doch mal den Sprecher zu, oder? Sehr gerne. So, die üblichen Verdächtigen und dann eine ganze Batterie von Menschen, die da auftreten, kommt mir im Hörspiel aber gar nicht nach so viel vor irgendwie. Also wir haben natürlich Mitchell Milton gesprochen von Holger Malig. Dafür haben wir dann halt Inspektor Kotter gesprochen von Willem Fricke. Ich finde das sehr lustig, weil ja Holger Malig in den die drei Hörspielen Inspektor Milton ist. Richtig. Also er ist quasi zu dieser Rolle zurückgekehrt, hat aber umgeschult. Ne? So wie Inspektor Kotter mal Busfahrer in London war, war Inspektor Milton mal Immobilienmilliardär. Nee, das ist irgendwie eher so eine Geschichte, irgendwie, dass Inspektor Kotter eigentlich sich als Mitchell Milton ausgibt irgendwie in dieser Folge. Ne? Weil er irgendwie versucht hat, Fred Hall irgendwie zu leimen. Und Inspektor Kotter ist einfach sein Doppelgänger, den er eingesetzt hat, damit es nicht auffällt, dass er inkognito ist. Beweist mir das Gegenteil, ne? Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass Inspektor Kotter und Batman noch nie gleichzeitig im selben Raum waren? Oh mein Gott. Ja, aber ich und Batman waren auch noch nicht im selben Raum. Und das ist also... Dann wissen wir, dass du nicht Commissioner Gordon bist. Das ist richtig. So, dann haben wir natürlich Fred Hall, Thomas Tomé. Kurze Sprechrolle eigentlich und fällt euch zu dem was Besonderes ein auf? Ich finde die Stimme ganz okay, aber auch nicht außergewöhnlich. Also das Außergewöhnlichste, was mir auffällt, ist, dass die ersten vier Buchstaben des Vornamens die ersten vier Buchstaben des Nachnamens sind. Hm. Wow. Okay. Schlecht. Ist natürlich auch, wenn man das voneinander abzieht, dann hätte man nur noch Ase über. Und hinten Anne Baxter wird gesprochen von Janina Richter. Die ist ja bekannt als die Schwester von Ilja Richter, aber die hat auch selber noch Dinge getan. Ich finde, es ist aber eine ganz einprägsame Stimme. Ja. Also gefühlt ist sie bei sehr, sehr vielen Hörspielen dabei. Wenn man den Webseiten vertrauen darf, sind es bei den drei Fragezeichen gar nicht so viel. Aber ich habe sie halt im Europa-Universum schon häufiger gehört. Ich habe so das Gefühl, dass die irgendwie bei so Disney-Dingern dabei war mal, aber ich weiß es nicht. Könnte sein. Aber wie war eine sehr angenehme Stimme irgendwie so und auch die Jugendlichkeit nimmt man ihr sehr gut ab. Ja. Ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich fand die Stimme toll. Wir können vielleicht noch sagen, dass sie die Synchronstimme von Winona Ryder ist und von Meg Ryan und von Heather Locklear. Die beiden letztgenannten haben jetzt aber auch schon nicht mehr so die großen Auftritte gehabt. Ja. Ja. Gut. Nicht immer. Also das ist jetzt keine Stammstimme gewesen, aber es gab sie durchaus in mehreren Sachen. Ja. Also ich glaube ein paar Filme. Reality Bites zum Beispiel würde ich fast sagen, dass sie da Winona Ryder gesprochen hat, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Wolfgang Völz ist mit dabei. Jawohl. Er spricht Portland. Ja. Ich liebe ja die Stimme von Wolfgang Völz. Ich finde sie jetzt hier aber für den Bösewicht nicht so passend. Weiß nicht.
Weil ich finde, nein, nicht weil er sich nicht anhört wie ein Bösewicht, sondern weil ich diesen Portland als so einen adretten Geschäftsführer-Typen, da finde ich, ist die Stimme von Wolfgang Völz zu rau und vielleicht auch schon ein bisschen zu alt. Aber das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Aber ich habe bei diesem Portland so einen geschniegelten, gestriegelten, zwielichtigen Geschäftsmann vor mir und dafür finde ich die Stimme zu rau. Ich finde, da kommt so ein bisschen noch so der Dialekt so ein bisschen bei Wolfgang Völz durch, was so eben so dieses, hätte er so wie Mafiosi sprechen sollen, ja, oder wie meinst du das? Ich hätte mir einfach, ich freue mich ja immer, wenn ich ihn höre, aber deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich sage, ich hätte mir jemand anderen gewünscht, jemanden, der sich ein bisschen schleimiger anhört, weißt du? Mhm. Weil der am Ende ist er ja auch sehr, sehr skrupellos und ich finde, das passt nicht so gut. Aber vielleicht auch, weil mir die Stimme so geläufig ist, dass ich das da irgendwie, ne? Verstehe, ja. Weiß nicht, ob ihr das so mehr nachvollziehen könnt. Aber es ist halt Big Barney Crown und jetzt hat er hier ja wieder entfernt was mit Essen zu tun und dann ist er so skrupellos. Ja, und er ist halt für mich immer Captain Blaubeer, deswegen ist es halt auch, weiß nicht. Tom, hast du noch jemanden auf der Liste? Nö, ich hab eigentlich jetzt keinen Sprecher mehr so groß auf der Liste. Es sind noch viele Haudegen der Europa. Es sind halt viele so kleine Sachen. Ne? Du hast jetzt noch Charlie, die nur einen Satz am Telefon sagt, wo ich mir gar nicht sicher war, ob das A, eine Frau war, also eine Frauenstimme oder wie auch immer, und B, ob das eine ausgebildete Sprecherin war. Weil das, also die Annemar hat auf jeden Fall nur dieses eine Arrangement bei den drei Fragezeichen gehabt. Und wenn man das jetzt googelt, oder wenn man die Person googelt, dann findet man gleichen Namens auch als erstes eine Hausarztpraxis. Also in Hamburg? Nee, in Thüringen, aber das ist ein bisschen entfernt von Hamburg. Deswegen, keine Ahnung, ich würde jetzt mal behaupten, da durfte jemand, der da war, einen Satz einsprechen, weil da war ich auch mit der Sprechleistung am Telefon nicht so zufrieden. Aber dann haben wir Ursula Sieg, die die Kundin spricht, das sind auch nur so ein paar Wörter, und halt noch Hans Hessling, der den Buchhändler, ja, Adams spricht, der auch nur einen Satz sagt. Wo ich beim ersten Hören irritiert war, weil er ist ja ein Buchhändler und irgendwie hat mein Gehirn daraus Buchmacher gemacht. Und dann war ich wieder bei so illegalen Pferdewetten und so. So Alf, der okay, später seinen Buchmacher, den Fisch, trifft. Das ist einfach typisch Tom, der sieht überall ein Verbrechen. Ich wollte gerade sagen. Aber der wohnt ja auch in Bremen, wo die meisten Fahrräder geklaut werden. Ja, das stimmt. Aber Polizei nach Zeit hat, dich nach Hause zu fahren, weil nichts los ist. Ich weiß gar nicht, aber statistisch gesehen ist es, glaube ich, nicht Bremen, aber es ist nicht weit weg von Bremen, wo die meisten Fahrräder geklaut werden. Okay, Sieke. Aber zu Hans Hessling würde ich aber schon gerne noch was sagen. Ja. Für mich ist er halt Asterix, ne? Und deswegen habe ich auch, als er angefangen hat zu sprechen, dachte ich mir, na, ich kenne die Stimme doch. Und dann ist es einfach, es ist an manchen Stellen, wenn er spricht, höre ich volle Kanne Asterix raus. Aber er ist halt da spricht er halt nicht so jugendlich, ne? Wie er es jetzt bei Asterix gemacht hat, wo er seine Stimme so ein bisschen verstellt hat. Ein kleines bisschen, dass er ein bisschen fideler klingt. Und da war er wahrscheinlich auch noch ein bisschen jünger. Aber ja, er ist für mich, ist es halt ein Asterix. Es gibt ja mehrere, aber er ist einer davon. Und was wir nicht unerwähnt lassen dürfen, er hat natürlich bei Stahlnetz mitgespielt, ne? Wichtig, ganz wichtig. Was ist das? Stahlnetz, das ist so eine Sendung über Zäune. Mhm. War mal ein richtiger Straßenfeger, also der Kehrdienst kommt auch drin vor. So ein Doppeldrahtzaun oder sowas, ne? Mhm, genau. In der Nähe vom Knallerbsenstrauch. Verstehe. Oh Mann, ja, okay. Der Knaller. Packst du das mal in die Shownotes mit rein? Ich auch als Merkhilfe für mich, weil ich gerade einen neuen Zaun für unser Haus suche. Was denn? Maschendrahtzaun? Und Knallerbsenstrauch. Ich pack den Maschendrahtzaun in den, dass ich dieses Lied nochmal irgendwie referenziert bekomme oder selbst referenziere. Wir sind halt alt. So, und ich habe meine lustigen Hosen an. Seppo, magst du den Klappentext lesen, bevor wir... Ja, jetzt muss ich erstmal den Maschendrahtzaun hier in die Liste packen. So, ist hiermit geschehen. Und jetzt kümmere ich mich sehr gerne um den Klappentext und lese den euch mal vor. Ein Sprengsatz explodiert während der Einweihungsfeier eines Vergnügungsparks im ehemaligen Zoo von Rocky Beach.
steckt tatsächlich die Bürgerinitiative dahinter, die auf demselben Gelände eine Jugendfarm errichten möchte. Die drei Detektive Justus, Peter und Bob können nicht recht daran glauben und suchen die wahren Hintermänner des feigen Anschlages. Doch erst ein geheimnisvoller Brief setzt die drei Fragezeichen auf die richtige Spur und führt sie zum Thron des Tigers. Dort erwartet sie eine gefährliche Überraschung. Dieser Klappentext ist so doof in den letzten beiden Sätzen, weil er den ganzen Fall spoilert. Das ist so Reader's Digest für die drei Fragezeichen. Ey, das ist so... So wie die Inhaltsangabe, die vor dem Hörspiel kommt. Na, ihr habt keine Zeit, Bücher zu lesen? Blinkist. So. Na toll, jetzt haben wir wieder einen Sponsor vergrault. Scheiße. Aber ja, Olaf, keine Angst, wir haben immer noch Raid Shadow Legends. Richtig. Und außerdem, World of Tanks hat jetzt auch einen ganz neuen Drei-Fragezeichen-Skin. Und am besten hört man diesen Podcast mit einem NordVPN. NordVPN, ja genau. Und dann noch so ein Y-Food reinballern oder was? Apropos, übrigens, ich habe hier noch Tütensuppe von HelloFresh. Ich wollte noch mal ganz kurz auf diesen Sackhaartrimmer hinweisen. Den haben wir auch noch im Programm. Oh mein Gott. Es ist jetzt schon eine der schlimmsten Aufnahmen überhaupt. Ich meine, 52 Minuten, wir haben noch nicht über die Folge gesprochen, aber wir haben schon alle potenziellen YouTube-Sponsoren der Welt vergrault. Ist okay. Wenigstens haben wir über diesen Rasenmäher geredet. So. Ja, wir können auch gleich in die Folge einsteigen. Ich würde nur sagen, dass ich der Klappentext an sich ist, bis zu den letzten beiden Sätzen ist er okay. Und es hätte auch gereicht. Ja. Dieser Brief kommt nämlich wirklich im letzten Drittel vor und dann nennen sie es Thron des Tigers. Das ist halt einfach doof. Also, naja. Ich verstehe nicht, wie sowas durchgewunken wird. Wir befinden uns in Big City Rocky Beach, weil es gibt einen Zoo, der jetzt ein Vergnügungspark werden soll. Und eine Jugendfarm. Das finde ich immer so geil. Jetzt ist Rocky Beach wieder riesig. Richtig. Und Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer hatte wohl gerade ein Pommes-Trauma erlebt. Ja, denn wir befinden uns im Restaurant des ehemaligen Zoos. Also ich bin ganz ehrlich, mir wäre es auch lieber, es wären da zwei Speckbrote bestellt worden als ranzige Pommes. Und eine Apfelschorle. Also ich finde es aber auch geil, wie die drei sich so gebaren, ne? Oder aber die sitzen da und sagen, boah, hier stinkt's. Ja, und die Pommes schmecken auch echt scheiße. Und dann essen sie halt einfach weiter. Lass mal in das Restaurant gehen von dem Zoo, der seit 2 Jahren geschlossen hat, aber das Restaurant gibt's noch. Ist bestimmt voll der Hochqualitätsladen. Seit 5 Jahren ist es zu. Ach so, stimmt, das Hähnchen ist seit 2 Jahren abgelaufen. Aber das Fett ist genau das gleiche wie vor 5 Jahren. Ja, natürlich, aber ich find's halt krass, wie sie einfach weiter essen. Und das Allerbeste ist, als sie dann zahlen, geben sie auch noch Trinkgeld. Was? Ja, stimmt so, genau. Aber das ist ja eher, da können ja die Kellnerinnen und Kellner können ja nichts dafür, dass das Essen schlecht ist. Ja, aber wenn ich in ein Restaurant gehe... Ja, aber in Amerika ist es so, dass 20% immer Tipp gegeben wird. Das heißt, du bezahlst ja quasi also in dem Fall würden sie ja Ann Baxter bezahlen. Ja, nein, sie bezahlen den Kellner, weil Ann Baxter hat da gerade Schicht am Tresen. Ja, aber also ich sagte ja quasi. Aber wir wissen ja auch, dass diese Ära der drei Fragezeichen-Geschichten immer die realistischste Darstellung von Nordamerika aufzufahren hat. Auf jeden Fall, ja. Seit die Serie von Amerikanern geschrieben wurde. Ich möchte an der Stelle direkt einmal sagen, aber im Buch. Eigentlich sind die drei Fragezeichen zu sechst im Zoo. Sie haben nämlich jeweils ihre Freundinnen dabei, die aus dem Hörspiel komplett rausgeschrieben wurden. Haben die denn zu sechst für $12 gegessen, oder? Ich glaube, der Preis wird gar nicht gesagt, aber sie essen tatsächlich wird es im Buch genannt, sie essen 6 halbe Hähnchen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so ein klassisches nordamerikanisches Restaurantessen ist. Und die unvermeidlichen Pommes. Also die Pommes sind schon nicht so, sie sind auch im Buch nicht so lecker beschrieben. Verstehe, ja.
Da wollten sie ihren Ladies mal was gönnen und haben gesagt, komm Ladies, wir gehen essen in dieses seit 5 Jahren geschlossene Restaurant mit dem ekligen Fett. Übrigens, wow. Darf ich an der Stelle einmal nur so die ersten 2 Sätze aus dem Buch euch vorlesen, weil das Buch fängt ganz, ganz großartig an. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Ja. Peter fuhr mit der rechten Hand unter die linke Achselhöhle, fand einen Floh, betrachtete ihn zärtlich und ließ ihn sich schmecken. Dabei bleckte er die Zähne und stieß sonderbare Laute aus, die sein Wohlbefinden zum Ausdruck bringen sollten. Dann sprang er mit den hängenden Armen in die Luft, drehte sich halb um die eigene Achse und kehrte den anderen sein Hinterteil zu, um sich dort hingebungsvoll zu kratzen. Ich dachte erst, es gibt in dem Affen noch, in dem Zoo noch einen Affen, der auch Peter heißt. Das ist aber Peter, der im leeren Affenkäfig für die anderen einen Orang-Utan spielt. Und Kelly, die das gerade so noch gefilmt kriegt mit ihrer Super 8-Kamera, bevor sie lachend fast fallen lässt. Wow. Okay. Wo kam das denn her? Wichtig ist nur, dass also Peter spielt für die anderen den Affen. Das ist ein ganz lustiger Einstiegsgag irgendwie so. Wichtig ist allerdings, dass Kelly Filmaufnahmen macht und auch die Explosion später filmen wird und dadurch diverse Leute, die im Hörspiel so ein bisschen aus dem Nichts kommen, im Buch halt einfach in den Videoaufnahmen zu sehen sind, wodurch die 3 Fragezeichen immer ungefähr wissen, wer war eigentlich wo und wer gehört deswegen zum Kreis der Verdächtigen. Ah, okay. Verstehe. Ja, das ist natürlich jetzt im Hörspiel dann schwierig rüberzubringen. Ne? Zumal man die Freundin rausgeschrieben hat und auch den späteren Einbruch in die Zentrale ja komplett aus dem Hörspiel gestrichen hat. Aber ich meine, das wäre ein cooler Einstieg gewesen, weil gefühlt ist jetzt das ein Drittel des Hörspiels geht um alte Pommes. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Nein, das ist auch sehr lustig. Die alten Fritten fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich fand, das jetzt gehen sie ja raus zu dieser Demonstration und diese Sprechchöre, die fand ich viel schlimmer. Ja, lass mich dazu gleich was sagen. Ich fand die beim Hören auch total furchtbar, die Sprechchöre. Aber im Buch wird deutlich gemacht, dass diese Jugendbewegung aus einer Handvoll Leute, maximal 10 Leuten besteht. Und dass das auch ein sehr kläglicher, aber mit Inbrunst vorgetragener Sprechchor ist. Von daher ist eigentlich die Umsetzung im Hörspiel total gut dran im Buch. Es fehlt nur irgendwie im Hörspiel der Kommentar von Bob, kein Wunder, dass das so klingt, sind ja nur 5 Leute, die hier brüllen oder so. Ja, weil es wird vorher noch gesagt, es sind ja mindestens 200 Leute. Ja, aber es sind halt nicht 200 Demonstranten. Richtig, aber das kommt nicht rüber. Vollkommen korrekt. Das kommt erst dann rüber, wenn Milton jetzt ansetzt, seine Rede zu halten und dann halt sehr viele Leute jubeln und ein paar halt so Partypooper sind und halt buhen. Die immer nur Nein sagen. Genau, die ewigen Neinsager. Übrigens, ich wollte eine Kleinigkeit noch eben aufführen von der ersten Szene, weil da ist ein Zitat drin, was ich selber persönlich auch benutze. Wisst ihr, welches das ist? Stimmt so? Boah, Ines, die Pommes sind immer wieder schlecht heute, oder was? Nein, aber wenn man irgendwo essen geht und das Essen nicht so toll ist, sag ich häufig, also wenn mir das passiert, die Cola war lecker. Echt? Oh, das ist ja total passiv-aggressiv. Ja, oder? Ja. Finde ich gut. Sehr deutsch. Also Justus ist in dem Fall ja wirklich sehr, sehr aggressiv da. Irgendwie. Die Cola war super. Ja, aber dann trotzdem Trinkgeld. Naja, gut, egal. Und ich wollte jetzt nur ganz kurz sagen, ich habe jetzt, das hat jetzt mit dem Fall nichts zu tun, aber während ich meine Aufzeichnungen gemacht habe, ist mir genau an dieser Stelle, an der Mitchell Milton angefangen hat zu reden, mein von meiner wundervollen Freundin geschenkter Kugelschreiber, wie nennt man das? Die Mine ist halt einfach leer. So nach weiß nicht wie vielen Jahren, 2 Jahren oder so. Ich dachte, der wäre dir jetzt einfach so in die Fritteuse gefallen. Nein, Gott sei Dank nicht. Aber nach 2 Jahren ist jetzt mein Kuli leer, mit dem ich alle unsere Vorbereitungen zu allen unseren Fällen aufgeschrieben habe seit 2 Jahren. Jetzt brauche ich eine neue Mine und das wollte ich euch nur mal sagen. Ich habe jetzt diesen Stift leer geschrieben, nur für unsere Fälle. Ist das jetzt gerade ein Spendenaufruf gewesen? Nein. Wie das Tom das letzte Mal gemacht nein, hat? Nein. Olaf braucht ein neues Fahrrad, selber braucht eine neue Mine. Nein, ich brauch niemanden, der mein Kram bezahlt. Mir müsst ihr keinen Eimer mit Geld hinterhertragen. Alles gut. Was für ein Spendenaufruf habe ich denn beim letzten Mal gemacht?
Du wolltest halt einen Eimer Geld. Das war nur so eine kleine Spitze, weißt du, am Rande. So, ach so, verstehe. Ja, also auf jeden Fall, das nur so am Rande. Und ja, jetzt kommt es auch zu einer, wie ich finde, recht unspektakulären Explosion. Weil, wie sie beschrieben wird, ist eben, dass eine riesen Stichflamme kommt und die Teile des Gebäudes einstürzen. Aber soundtechnisch kommt es nicht rüber. Nee, es klingt nicht nach einer Explosion. Aber es soll ja auch keine große Explosion sein. Wenn du da jetzt das Geräusch einer großen Explosion reinschneidest und dann sagst, der Einzige, der was abbekommen hat, ist Justus am rechten Auge, ist halt auch irgendwie komisch. Ja, nur wenn du keine Geräusche reinschneidest, dann sagst, es gab eine Riesenexplosion und sogar mit einem Riesengetöse ist das Gebäude zusammengestürzt, dann ist es ja nicht besser. Also ja. Das ist ja auch die Auflösung, dass es im Prinzip eine größere Explosion war, als sie erwartet haben. Ne? Also, richtig. Also entweder kleine Brötchen backen oder das halt auch so rüberbringen. Ja, aber das liegt auch, glaube ich, an der Kombination von dem gealterten Peter Pasetti, der natürlich durch seine Erzählart so ein bisschen diese Abtemponummer, die es ja eigentlich wäre, so ein bisschen... Ja, also ohne jetzt irgendwie Kritik an Peter Pasetti äußern zu wollen, aber das Aufregendste, was er beschreiben kann, ist auch wirklich eine Erhöhung des Briefportos. Wow. Also der hat so in der Phase jetzt wirklich nicht mehr so energisch erzählen können. Richtig, ja. Ist halt einfach so. Ja. Also ich liebe das trotzdem noch irgendwie so. Es ist halt total stimmig und das ist für mich auch einfach die Erzählerstimme bei den drei Fragezeichen nach wie vor. Weil jetzt halt auch die Stimme ist, mit der alles angefangen hat bei mir mit den drei Fragezeichen. Ja, das stimmt schon. Aber wirklich energisch, der war für mich immer so der Alfred Hitchcock im Hintergrund, weil Clock ist ja das englische Wort für Uhr. So, das hat für mich immer gepasst. Das war für mich immer der Erzähler bei den drei Fragezeichen, so diese Art des Erzählens. Aber jetzt da irgendwie groß eine Explosion verkaufen, nee, das war nie Peter Pasetti für mich. Ja, okay, aber ich spiele ja jetzt gar nicht auf Peter Pasetti als den Erzähler an, sondern mir geht es einfach darum, dass die Soundkulisse nicht passt. Ich wollte halt nur noch mal Olaf unterstreichen, dass er recht hat mit dem, wenn er sagt, das ist halt die Kombination aus Peter Pasetti und dem mangelnden Explosionsgeräusch. Also es kann ja auch durchaus aufgrund der Abmischungsdynamik sein, dass die Explosion etwas zurückhaltend ist, dass du dann eben als Kind das Hörspiel hört, irgendwie nicht aus dem Bett fliegst, irgendwie nur weil da etwas berstet im Hörspiel. Also, aber Birst. Birst. Und ich meine halt, dass da eben Peter Pasetti natürlich dann auch noch so ein bisschen da draus nimmt, das Tempo eben, was das eigentlich ja, das ist ja jetzt eigentlich etwas, wo quasi eigentlich Adrenalin gepumpt werden sollte. Okay, es explodiert etwas, Justus wird dabei verletzt und das ist halt so. Ja, wir haben ja noch den Originalmitschnitt von den Aufnahmen damals. Frau Körting, soll ich den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre. Irre. Ja, nein, aber ihr versteht mich. Ne? Ich fand die Explosion auch nicht so berauschend. Gut, also, große Explosion hin oder her. Justus kriegt was ab und wird erst wieder wach mit dem Kopf auf Liz' Schoß, die liebevoll seine Wunde reinigt und ein Steinchen daraus entfernt und dann die Blutung stoppt. Oh, wie schön. Ja. Das ist eigentlich schön. Aber ich finde es auch hier jetzt im Hörspiel ist es in Ordnung. Also das ist jetzt die Reaktion von Justus oder so, das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, voll unrealistisch. Also mal davon abgesehen, dass man so einen Vorfall halt nicht einfach so wegsteckt, vermutlich. Aber fürs Hörspiel ist es, finde ich, in Ordnung umgesetzt, weil da brauchst du ja jetzt nicht noch, Justus leidet erst mal 2 Wochen unter PTBS. Das ist ja. Nee, aber ich finde schon komisch, dass da ist was explodiert. Bei der Explosion ist ein Teil eines Hauses, also ist eine Wand eingestürzt. Und es wurde jemand verletzt, dass da kein Krankenwagen kommt, der Justus vielleicht erstmal checkt, mitnimmt, ob er vielleicht eine Gehirnerschütterung hat oder. Ist schon ein bisschen komisch und halt dem geschuldet, dass Justus ja sonst in der Erzählung fehlen würde. Ja, das stimmt schon. Das ist halt jetzt einfach nochmal zusammengekürzt so. Ja. Aber sind denn nicht noch andere Leute verletzt worden? Das weiß ich nicht. Ja, Justus ist der Einzige. Es wird nämlich extra gesagt, dass Justus der Einzige ist, obwohl die Szenerie schon recht apokalyptisch beschrieben wird, muss ich sagen. So mit Rauch und durcheinander laufenden Menschen und so. Das ist nämlich Justus Superheldenkraft, Bullet Attraction. Aber dann muss er ja im Prinzip auch echt Pech gehabt haben, weil ich würde jetzt vermuten,
Sie sind ja im Imbiss drinne und kriegen mit, dass draußen etwas los ist. Da gibt es ja die Rede von Milton Mitchell, wie auch immer er heißt. Das ist übrigens nicht ganz konsequent im Hörspiel umgesetzt. Mal ist es Mr. Mitchell und mal ist es Mr. Milton. Aber der heißt Mitchell Milton. Richtig, ja, ja, aber es auch im Hörspiel gibt es, ich glaube, Peter oder Justus, ja, sagt das einmal falsch. Das stimmt, irgendwie. Ja. Aber die sind ja auch nicht in der ersten Reihe. Anyway, also die Demonstranten sind dort, Milton ist dort und während die Rede von Mitchell Milton dort abgehalten wird, da kommt es dann zu dieser Explosion. Genau. So, für Milton ist klar, das sind die Leute von dieser Bürgerinitiative und ja, dann kommt die Polizei und die drei müssen jetzt auch los. Justus muss noch ein bisschen Schrott sammeln mit Titus und ja, Peter und Bob haben auch keine Zeit und dann ist die Szene auch rum. Also beziehungsweise, stimmt nicht, sie gehen ja nochmal in das Restaurant und reden da dann mit Anne. Anne Baxter, genau. Darf ich an der Stelle einmal fragen, wie stellt ihr euch Anne Baxter vor? Keine Ahnung. So eine brünette Bedienung einfach, habe ich mir vorgestellt. Oder? Also ein junges Mädchen, so, keine Ahnung, vielleicht so 18, 20, irgendwie sowas in dem Dreh. Also, ja, so habe ich mir das auch vorgestellt, ja. Also irgendwie halt, eine Teenagerin oder irgendwie so, also Highschool. Irgendwie College, sowas, ja. Studentin so in dem Alter. So. Okay. Also ich hab mir jetzt nicht so ein blondes All-American Girl vorgestellt, weil ich finde, so klingt sie nicht. Also wie man halt so klingen kann, keine Ahnung. Das ist halt nur das, was in meinem Kopf entstanden ist. Habe ich einfach so eine brünette Bedienung gesehen. Okay, also laut Buch ist Anne Baxter Anfang 20, hat schwarze Haare mit einem Ponyschnitt, ist leicht pummelig und hat hellblaue Augen. Und laut Bob ist sie genau Justus' Typ. Und Bob wirft Justus auch mehrfach vor, dass er aufhören soll zu sabbern, wenn er sie sieht. Ja, da habe ich das ja voll gut mir vorgestellt. Sehr cool. Ich möchte nur an der Stelle nochmal betonen, Justus ist zu dem Zeitpunkt noch mit Liz zusammen, die im Buch auch auftaucht als handelnde Person. Ja, gut, okay, das ist natürlich jetzt, im Hörspiel ist es wurscht, aber im Buch ist es natürlich dann doof, ne? Aber vielleicht hat er auch schon ein mieses Gefühl, dass sie sich bald trennen wird von ihm. Im Buch oder im Hörspiel ist aber auch das höchste der Gefühle, was von diesem Justus findet Anne Baxter attraktiv, rüberkommt, ein guten Tag, hallo. So, Hallöchen. Ne, das, wenn sie denn die Zentrale betritt. Ja, keine Ahnung. Also im Hörspiel wird ja gesagt, er soll sie nicht anstarren. Dann sagt er, er macht es ja gar nicht. Genau, aber das ist der Grund, warum Bob sagt, er soll sie nicht anstarren, weil im Buch unterstellt Bob nämlich Justus, dass er die attraktiv findet. Ja, aber man kann ja auch jemanden attraktiv finden, wenn man in einer Beziehung ist. Das funktioniert ja trotzdem. Ja, man kann auch jemanden anstarren, wenn man in einer Beziehung ist. Das funktioniert auch. Auch das ist richtig. Ich starre sehr oft Leute an. Beiderlei Geschlechts und wundere mich, was da los ist. Meistens aber im Straßenverkehr. Ich dachte schon, bei unserem Live-Podcast, da hast du mich aber auch ganz schön, du. Ja, diese haarigen Handrücken haben sie aber ganz wuschig. Richtig, das hat mich einfach ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ich habe mich gefragt, ob du die rasiert hast jetzt endlich mal. Mit diesem Mann. Mit diesem, genau. Nee, aber jetzt mal so als Hörspielumsetzung, die Anne Baxter klingt attraktiv, wenn man so der Stimme irgendwie so. Ja, schon. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber wird sie auch beschrieben im Buch, oder ja, nicht? Ja, genau. Also von daher finde ich das alles tutti. Und ich meine, das ist ein Teenager, ne? Also, nein, ist sie nicht. Sie ist Anfang 20. Ja, aber die Stelzböcke, die drei Stelzböcke. Die drei Stelzböcke. Wow, was ist denn heute los? Weiß ich auch nicht. Aber ja, es stimmt schon, es sind Teenager. Und das ist halt auch immer noch so ein bisschen ein Erbe der Crimebuster-Zeit. Ich erinnere noch mal an Bob, der in der Automafia mit einer Entourage aus Frauen in einem Autokorso auf den Schrottplatz gefahren kommt. Da darf Justus dann auch mal die Kellnerin attraktiv finden, definitiv. Ja. They see me rolling. Und wir sind sehr froh, dass es Anne Baxter ist und nicht H.P. Baxter. Auf jeden aber Fall, dann hätte nämlich das arbeitet. Ey! Hätten sie aber fragen können, wie teuer die Fischstäbchen sind. So, bevor es jetzt zu albern wird. Jetzt gehen die nach Hause
und am nächsten Morgen treffen sie sich in der Zentrale. Und Peter hat jetzt gestern noch ein interessant aussehendes Stück Metall gefunden, das er jetzt untersucht. Und das fand ich echt cool. Also einmal fand ich es cool, wie die drei sich verabschiedet haben. So ein bisschen so gefrotzelt, dass Justus ja, ja, er läuft das Stück und so. Das fand ich sehr schön, so zwischenmenschlich zwischen den dreien. Und jetzt auch, wie das in der Zentrale so abläuft, das kann man sich so richtig vorstellen, dass die drei halt miteinander, füreinander an dem Fall arbeiten. Das fand ich echt cool. Wo hat er dieses Stück Metall gefunden? Hat er sich das aus der Stirn rausgezogen? Nee, nee, der hat sich ja am Vortag so ein bisschen von den beiden entfernt, von Justus und Bob. Und hat dann an einer anderen Stelle gestanden und da hat er das wohl gefunden. Das ist wieder der Klassiker, eine Bombe zerstört alles außer sich selbst. Also, das ist im Buch noch sehr viel bescheuerter, wenn ich das so sagen darf, gelöst. Also ja, Peter findet dieses Bombenfragment oder diesen Splitter, von dem er glaubt, dass er zu der Bombe gehören könnte. Im Buch geht er dann am nächsten Tag erst noch mit Kelly Tennis spielen und ist den ganzen Tag unterwegs und hat das derweil die ganze Zeit in der Hosentasche, bis er dann abends irgendwann in der Zentrale ankommt und sagt, oh, ich könnte das ja mal untersuchen. Also das ergibt im Hörspiel tatsächlich mal mehr Sinn als im Buch. Ja, zumal, er hat es halt in einem Plastikbeutel, ne? Wenn er es jetzt nur so in der Tasche hätte, wäre es doof. Ja, das wäre total doof. Nee, er hat so sein kleines Forensik-Zip-Beutelchen rausgeholt, hat Datum, Fundort draufgeschrieben, hat es vorher noch einmal eben schnell fotografiert, bevor es eingesackt hat, damit das Ganze vor Gericht nicht an Relevanz verliert. Und dann hat er die Beweismittel mitgehen lassen, damit die Polizei sie nicht findet. Ja, ist auch eine Straftat, glaube ich, ne? Definitiv. Ja, naja, gut, aber hey, es sind die drei Fragezeichen und wir wollen ja auch was von dem Fall haben. sonst hätten wir nichts davon. Ja. Richtig. Okay, also Peter findet darauf einen fetten Abdruck und ist sich dann sicher, das war ein Stümper. Sie untersuchen das und dann klopft's an der Tür und Anne Baxter kommt rein. Die hatte nämlich am Vortag Justus verfolgt und ist jetzt bei den dreien in der Zentrale und möchte mit ihnen reden. Frage an den lesenden Podcaster unter uns. Die Zentrale ist nicht mehr versteckt, ne? Die ist ja freigeräumt, ne? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, sie ist versteckt, denn Anne Baxter sagt, sie hätte die drei Fragezeichen bis zum Schrottplatz verfolgt, sie dann aber aus den Augen verloren und hätte nicht in Erfahrung bringen können, wo die drei Fragezeichen hingegangen sind. Und dann hätte Onkel Titus, der nette Mann mit dem Schnauzbart, wie er im Buch genannt wird, ihr gesagt, wo die drei sich verstecken. Also könnte man daraus jetzt auch ableiten, die Zentrale ist so gut versteckt, dass Anne Baxter gar nicht wusste, wonach sie sucht. Dann sollte Titus sich aber auch abgewöhnen, allen zu sagen, wo sie sind. Ja, das kann man so sehen, ja. Naja, aber das ist ja diese Trope noch, dass ja Detektiv spielen ist. Und ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Zentrale noch verborgen ist zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich habe das leider jetzt, weil wir auch nicht chronologisch besprechen, kann ich jetzt auch nicht sagen, ist jetzt gerade irgendwie versteckt, ist nicht versteckt, irgendwie so. Das kann ich mir auch einfach nicht merken. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo die deutschen Autoren übernommen haben, also jetzt gerade Frau Weidhofer, ist sie versteckt. Okay. Super. Okay, versteckt oder nicht, jetzt ist Anne auf jeden Fall da und jetzt packt sie mal so richtig aus über Milton als Chef. Also, dass da gespitzelt wird und dass viel zu viel Arbeit und viel zu wenig Lohn, okay, das geht wahrscheinlich jedem so, aber dass sie halt auch schlechtes Essen servieren sollen und so und dass das Betriebsklima total schlecht ist. Und ich liebe diese Szene, weil so ein bisschen Ellie Jameson-Vibes dann aufkommen, so. Dass sie einfach so da ist. Das ist ja so ein Überraschungsauftritt, der Ellie Jameson nahe kommt. Wieso? Weil es in dem Restaurant auch Pferd gibt? Oh. Schön Fohlenwurst. Toll. Nee, aber ich weiß, was Olaf meint. Stimmt schon irgendwie, so ein bisschen, ja doch, ist ein Ellie-Moment.
Sie kommt übrigens zur Zentrale, weil es auf Arbeit die strikte Anweisung gibt, nur mit den Gästen das wirklich Nötigste zu sprechen. Mhm. Und deswegen hat sie sich dann gesagt, na, wenn ich mit den drei Fragezeichen reden will, dann muss ich die in ihrer Zentrale heimsuchen. Was sie auch schafft und sagt dann halt, Mitchell Milton ist ein Arsch. Und die drei Fragezeichen ermitteln ja eigentlich auch nur aus Rache sozusagen, weil Justus eben diese Beule an der Stirn hat. Weil sonst würden sie es Rache oder ist es halt einfach nur. Ja, naja, es wird halt immer so ein bisschen als Selbstjustiz hingestellt. Ja, auch jetzt nicht nur von Anne, sondern dann ja auch später von Fred. Also die haben ja keinen Auftraggeber, sondern sie machen es ja, weil sie selber da total genervt sind davon. Und also ja, ich. Ja, ist ein guter Punkt irgendwie. Also in dem Fall, ne, der Zweck heiligt die Mittel, das ist etwas, was ab jetzt quasi auch denn eintritt. Ne, so. Ja, wobei das ist halt das Motiv, warum die drei Fragezeichen ermitteln, ist ja eigentlich immer, dass sie ein Problem damit haben, wenn irgendwas Ungesetzliches passiert. Ob die jetzt Justus verletzt worden ist oder nicht, das hat eigentlich so für den Charakter Justus ist das, glaube ich, relativ egal. Ich glaube, das ist ihm einfach zu wurscht, als dass er darum einen Fall aufbauen würde. Nee, vor allem, der Fall wäre auch so entstanden, wäre er nicht verletzt worden. Ja, richtig, genau. Also eine Explosion grundsätzlich wäre ja schon für die drei Fragezeichen ein Aufhänger genug. Da muss nicht noch irgendwie ein persönliches Leid mit verknüpft sein. Genau. Also nicht deren eigenes Leid. Zumal es sich bei der Explosion ja auch nun ziemlich sicher um einen Anschlag handelt. Und das ist eigentlich also ein Bombenanschlag, also ja eigentlich ein Akt des Terrorismus ist ja schon außergewöhnlich für die drei Fragezeichen. Richtig. Ist übrigens die erste Parallele, die ich ziehen möchte zu TKKG. Warum das auch ein TKKG-Fall sein kann? Weil da fliegen öfter mal Sachen in die Luft, beziehungsweise es werden Anschläge mit Bomben oder überhaupt Anschläge verübt. Und deswegen hatte ich vorhin auch Rache des Bombenlegers zitiert. Genau, Rache des Bombenlegers ist so der prominenteste Fall. Und dann wird auch mal Kommissar Glockners Auto soll gesprengt werden und lauter solche Sachen. Das passiert tatsächlich öfter, dass da was in die Luft gejagt werden soll oder in die Luft gejagt wird. Ja, das höchste der Gefühle, was hier jetzt passiert, ist ja, dass die Reifen von Mr. Andrews Auto aufgeschlitzt werden. Im Buch? Ja. Ja, gut. Das passiert ja hier gar nicht. So. Nee, kommen wir noch zu. Genau. So, wie kommt der Fall jetzt ins Rollen? Also die fangen jetzt an zu recherchieren und genau. So, jetzt Frage an euch. Wer geht jetzt mit dem Schlüssel von Anne Baxter nachts ins Restaurant? Sind das alle? Alle? Alle drei. Ja. Sicher? Ganz sicher. Dann ist das ein Unterschied zum Buch. Peter geht nämlich nach Hause, weil er müde ist und am nächsten Tag mit Kelly ein Tennisturnier spielt. Okay, das sind fürs Hörspiel so langweilige Dinge. Ich wollte es nur erwähnt haben, bevor jemand sagt, ja, klar. Jetzt liest Tom schon das Buch, aber er vergisst die Hälfte. Ist voll okay. Das ist das, was wir immer sagen. Es ist einfach in diesem Fall, und das ist im Buch ständig so, dass die drei Fragezeichen sich aufteilen und der eine geht dahin und die anderen beiden gehen dahin und dann sind sie in einer anderen Konstellation und dann gibt's wieder einen Moment, wo sie aufeinandertreffen und feststellen, dass sie ja Informationen miteinander austauschen müssen und dann immer irgendeiner von den dreien sagt, wovon redet ihr eigentlich gerade? Ach ja, du warst ja nicht dabei. Also so gehen auch Bob und Justus zusammen das erste Mal zu Fred Hall, bevor Justus am nächsten Tag dann mit der Zigarettendose zurückkommt und Peter observiert später Fred Hall, weil er der Einzige ist, den Hall noch nicht kennt. Und solche Sachen. Also da ist wieder die Detektivarbeit aus dem Buch rausgestrichen worden. Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so. Ich meine, so sparen wir uns jede Menge Exposition, wo nochmal nacherzählt wird. Ne? Ja, richtig, aber gut, richtig. Aber dann erklärt mir doch mal, wie sie oder warum sie vom Restaurant aus gleich mit Morten zurückfahren müssen. Naja, müssen sie ja nicht. Aber es ist ja jetzt so, dass sie sich jetzt am Restaurant treffen, mit Anne dann den Schlüssel austauschen. Also sie bekommen jetzt den Schlüssel und dann gehen sie halt rein. Und da werden sie ja dann überrascht von zwei Personen. Da wissen wir ja nicht, wer es ist zu dem Zeitpunkt. Und um dann zu fliehen aus dieser Szenerie, ziehen sie sich ihre T-Shirts übers Gesicht und dann rennen sie raus und werden dann verfolgt, finden eine Telefonzelle. Und weil sie aber mit dem Taxi dahin gefahren sind, müssen sie dann natürlich abgeholt werden.
bevor wir jetzt über Morten sprechen, wie Morten da aus dem Hut gezaubert wird, geht es ja erstmal um die Szene, die sie belauschen, nämlich Portland brät Fred Hall in dem Fall ein Kotelett. Ja. So, erst einmal habe ich da das Gefühl, in dieser Szene, da gibt es ja nur ein Laut, ein Ja, ich weiß es nicht genau, was er sagt. Er sagt leise gedämpft Kotelett. Kotelett, Kotelett genau. Oder Schnitzel, Kotelett. Kotelett, stimmt. Und ich glaube nicht, dass das der Sprecher von Fred Hall ist, sondern ich dachte, dass das André Minninger ist in dieser Szene. Es kann, habt ihr euch das mal angehört? Ja, es kann sein. Es kann daher sein, da ich mir nicht sicher bin, ob im Buch an der Stelle wirklich Portland und Fred Hall da zusammen essen oder ob es Portland und Jerry sind. Jerry ist eine Figur aus dem Buch, ist ein Angestellter aus der Fleischwarenfabrik von Mr. Milton, der später auch Bob verfolgt, mit dem Bob noch einen Karatekampf in einem Schuppen hat, der dann so Pulp Fiction-mäßig durch einen Typen mit einer Schrotflinte beendet wird. Der taucht halt im Hörspiel gar nicht auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht der Sprecher von Fred Hall ist an der Stelle, weil das zu dem Zeitpunkt im Buch auch nicht Fred Hall ist. Könnte sein, dass es halt einfach bei der Skriptumsetzung dann irgendwie später dann erst so entstanden ist. Ich meine, letztendlich ist es auch vollkommen egal, aber weil die ganze Szene wenn das der Mitarbeiter von Milton Mitchell ist, der in der Fleischfabrik arbeitet, ist das auch Gefahrensucher, ne? Der müsste ja wissen, dass das alles Gammelfleisch ist. Ja, aber das, was was Portland da auf den Grill wirft, ist ja quasi aus den Privatvorräten. Das ist ja der Gute. Auf jeden Fall ist es da nicht aus dem Kühlschrank. Ja, stimmt. Ja. Ja, ja, ja. Richtig, ja, ja, ist nämlich nicht aus dem Kühlraum, weil da ist ja das zwei Jahre alte Huhn drin. Hatte ich früher gedacht, irgendwie total abstruses Thema, irgendwie so veraltetes Fleisch und so. Aber es ist Gammelfleisch, ist ja jetzt, ne, seit Gammeldöner irgendwie in Deutschland hier rumgeht, ist das ja. Ja, wir hatten doch auch deswegen habe ich das auch mit dem Pferd gesagt, wir hatten doch vor ein paar Jahren auch den Skandal, dass nicht ausgezeichnetes Pferdefleisch in einer Fertiglasagne war. Hatte ich nicht erwartet, aber zeitloses Thema offensichtlich. Ja, es gibt immer wieder Gammelfleischskandale. Furchtbar. Ja. Furchtbar ist das, aber na gut. Ja gut, und dann rufen sie Morten an, weil viel mehr passiert ja jetzt nicht. Ne? Genau, also außer wird das explizit gesagt, dass sie mit dem Taxi dahin fahren? Ja. Ja, ja. Weil Morten nicht erreichbar war. Nein, mit dem Taxi zum Zoo fahren. Ja, wird richtig gesagt. Ja, das ist dann ganz anders, weil eigentlich fahren sie zusammen mit Anne Bax das Auto dahin. Dann gibt Anne ihnen den Schlüssel, sie gehen rein, Anne verschwindet. Sie versuchen mit dem Taxi nach Hause zu kommen, aber in der Weltstadt Rocky Beach gibt es zwar Freizeitpark, Zoo und internationalen Flughafen, aber nur zwei Taxis und die sind beide gerade am anderen Ende der Stadt oder auf dem Weg nach L.A., wird am Telefon gesagt. Und dann kommen sie auf die Idee, dass sie ja mitten in der Nacht noch Morten rausklingeln könnten. Der freut sich, ja. Und der hat natürlich nichts Besseres zu tun und kommt dann vorbei. Mhm. Mortens Auftreten wurde schon vorher angeteasert, weil Justus ja mit Onkel Titus zum Wilshire Boulevard gefahren ist. Der einzigen Straße, die es in diesem Ort in Los gibt. Los Angeles, genau. Ah, oh Mann, ey. Ist es für euch so, Wilshire Boulevard, oder geht's euch da wie mir? Und ich denke mir, Alter, bitte. Es ist nicht alles am Wilshire Boulevard. Es ist halt einer der größten Straßen Los Angeles, also finde ich total legitim. Stört mich gar nicht. Ich liebe übrigens den Pommes-Zyklus an dieser Stelle, dass er da beendet wird, weil Justus' Aufgabe ist es auch noch, irgendwie den zukünftigen Gästen dieses Imbiss irgendwie den Geschmack zu verbessern, indem er das alte Braten-Frittierfett weggießt. Was eine Katastrophe ist, weil man altes Frittenfett nämlich nicht in den Abfluss gießen darf. Ja, der ist nämlich jetzt verstopft bis ans Lebensende. Das könnte so, ihr kennt diese Fettklumpen-Geschichten aus London, wo man irgendwie einen 2 Tonnen schweren Fettklumpen in der Kanalisation entfernen muss, weil quasi die ganze Kanalisation da verstopft ist. Und Justus trägt jetzt aktiv dazu bei. Und ich könnte nicht passieren, wenn man ein amerikanisches Krokodil in die Londoner Abflüsse stopft. Ich stelle mir nur gerade einfach dieses, also ich muss immer an diese Simpsons-Folge denken, wo Bart und Homer nachts in die Schule einbrechen und das Fritteusenfett klauen. Nein, das ist mein Rentenfett. Oder wo Hausmeister Willi in die Küche kommt und zur Küchenhelferin sagt, öle mich ein, Weib. Küchenhilfe Doris. Nichts lieber als das.
Ja, aber ich meine, jetzt abgesehen davon, dass das umwelttechnisch natürlich ein Desaster ist, irgendwie finde ich diese Szene sehr gelungen. Also das ist ein so gut vorbereiteter Nebenquest irgendwie, der total Spaß macht in der Folge. Ja, also einfach so auch so eine Kurzschlusshandlung. Ne? So Justus hat so richtig Roches auf den Laden, so, ah, ich kipp den jetzt das Fett weg. Ja, das war, ich fand's cool. Ja. Er feigst auch noch so dabei, er freut sich auch noch voll drüber. Ja. So, jetzt werden sie von Morten abgeholt und zum Schrottplatz gefahren. Und auf dieser Fahrt sagt Morten, was er von Umweltschutz hält und wie sehr er Müslifresser hasst. Morten ist an der Stelle voll so erzkonservativ-Republikaner, ne? Er ist absolut, so krass unsympathisch an der Stelle, wo ich mir gedacht habe, Morten, das passt, fahr so einfach. Gar nicht. Halt einfach Morten, die Waffeln, mach die Scheibe hoch und fahr. Das ist echt wirklich unfassbar. Diese Müslifresser. Aber das ergibt im Hörspiel ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Ne? So auf dem Hinweg, Morten ist nicht erreichbar, aber deutlich später nachts, Morten kommt vorbei, ja, kein Problem. Ja, vor allem hat Morten auch direkt die Hasskappe auf. Ja, ja, wenn du mitten in der Nacht von zwei Jugendlichen, die auch noch für lau fahren, rausgeklingelt wirst, hätte ich aber auch die Hasskappe. Tja. Aber auch, dass Morten halt nichts Besseres zu tun hat, als seinen Vetter zweiten Grades muss so direkt vor den Bus zu werfen. Ah, habt ihr auch schon diesen Fred Hall kennengelernt? Ich hasse den Typen. Abgesehen davon, dass er ein entfernter Vetter von mir ist. Kerle, die morgens bis abends Müsli fressen, nur in Sardalen rumlaufen und so tun, als wäre die Welt gerettet, wenn sie ihre Stromrechnung um 20%. Also solche Leute kann ich einfach nicht ausstehen. Vor allem auch wieder so ein Thema, ich würde gerne meine Stromrechnung um 20% senken. Ja. Sofort. Du musst einfach weniger heizen, Sebo. Und einen Pullover für deine Katze stricken. Du Idiot. Die Dummköpfe, die im Winter heizen, anstatt sich wärmer anzuziehen. Sagt Fred Hall, der in Kalifornien lebt. Arschgeige. Ich finde es aber. Halt den Mund, du Äquatorkind. Ich finde es sehr bezeichnend, dass Morten im Hörspiel sagt, dass er in der Amanta Street wohnt und da seine Wohnung voll qualmt. Er ist nämlich Kettenraucher. Ja. Mhm. Das ist im Hörspiel wahrscheinlich nur deswegen drin, weil man den ersten Besuch von den drei Fragezeichen bei Hall, wo sie zu zweit hingehen, und überraschend, dass das eigentlich ein recht netter, bodenständiger Kerl ist, der aber raucht, dass das halt gestrichen wurde. Und damit Justus aber schon eine Begründung hat, diese Tabakdose mitzunehmen bei seinem Besuch dann, weil er ja von Morten weiß, dass das ein Kettenraucher ist. Im Buch sagt Morten nämlich sogar das Gegenteil. Im Buch sagt Morten sowas in Richtung von wegen, ja, den ganzen Tag nur Müsli fressen, Tabak verschmähen und so weiter. Also da wird ganz explizit gesagt, dass es kein Raucher ist. Aha. So. Also und dann bei Justus gesteht er denn erst, dass er Kettenraucher ist? Nee, bei Justus kommt in die Wohnung rein und es riecht da halt nach Kippen und Hall bietet denen halt auch Zigaretten an und raucht erstmal eine und sagt dann nämlich, mein einziges Laster. So, und dann. Ja, das sagt er im Hörspiel wunderbar. Also ja, aber im Hörspiel weiß Justus ja schon, dass das ein Kettenraucher ist. Ja, es gibt halt diese Filmgeschichte irgendwie, wenn jemand eine Katze streichelt, dann kann das kein schlechter Mensch sein. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so eine Person, die im Film nicht groß vorgestellt wird, irgendwie sieht eine Katze und streichelt die und der Zuschauer hat gleich Sympathien. Mhm. Und jetzt ist es halt genau der Umkehrschluss. Morten ist eine vertrauenswürdige Institution bei den drei Fragezeichen. Der hasst nur blöderweise Umweltschützer. Genau, der hasst Umweltschutz, genau. Irgendwie. Der fährt einen Rolls. Der fährt ja auch einen Rolls, genau. 20, 30 Morten ist auch Mitglied bei Fridays for Hubraum. Und dadurch, dass er von Morten denunziert wird, ist Hall der halt gleich unsympathisch, ja. Richtig, genau. Mhm. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, dass Morten das Rauchen überhaupt erwähnt, ist wahrscheinlich wirklich nur dem geschuldet, damit Justus im Hörspiel eine Begründung hat, bei seinem Besuch schon die Tabakdose für den Fingerabdruck dabei zu haben. Weil sonst wäre das ja sehr ins Blaue geraten. So, ne, wenn Justus eine Tabakdose dabei hat, aber gar nicht weiß, dass der Typ, von dem er einen Fingerabdruck braucht, raucht. Aber das hätte man ja super einfach etablieren können, indem man sagt, dass Justus das am Anfang bei diesem
bei diesem Richtfest gesehen hat, wie er an dem Stand geraucht hat. Ja. Ja. Aber klar, ja, okay, dafür, aber der Plan von Entschuldigung. Ja, dafür hätte jetzt aber an der Stelle auch erwähnt werden müssen, dass sie beobachtet haben, dass Fred Hall da ist und raucht. Also, dass sie ihn da rauchend gesehen haben. Ja, genau. Das wird jetzt so nach und nach reingeschoben. Weil im Hörspiel wissen sie jetzt ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie schon wissen, wie Fred Hall aussieht. Und sie haben ja auch keine Videoaufnahmen von Fred Hall. Ja. Ja. Der Plan von Justus ist übrigens auch hanebüchen, dass er extra eine Tabakdose dabei hat, damit er die Fingerabdrücke von ihm bekommen kann. Gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Ja, er hätte zum Beispiel ein Glas von ihm zu klauen oder so. Genau, er hätte ein Trinkglas oder sowas klauen können. Oder sagen können, ja, komm, wir spielen eine Runde Twister. Hier, Sie haben die dunkel lilafarbenen Felder. Bist du sicher, Junge? Die sehen aus wie frische Tinte. Nein, nein, das ist jetzt rechte Hand auf dunkel lila, bitte. Wir sind vom Improvisationstheater Rocky Beach und möchten gerne, dass Sie dieses Schild hochhalten. Irgendwie. Jetzt, das ist ein Blechschild, genau. Jetzt linke Hand auf Schwärze dran. Linke Hand auf Königsblau, bitte. Okay, ihr merkt selber an euren ausgedachten Beispielen, dass es doch gar nicht so doof war mit der Tabakdose. Was? Wie kommst du denn da drauf? Ich finde meinen Plan total idiotensicher. Ich habe aber auch keine Detektei in Rocky Beach am Laufen. Naja, aber auf jeden Fall, das mit der Zigarette ist schon sehr lustig. Später wird er dann anfangen, auch noch Whisky zu trinken. Justus ist auf einem guten Weg auf jeden Fall. Ja, er ist auf einem normalen Weg, sag ich mal, ne? Also, ich sag ja nur, die drei Fragezeichen werden erwachsen. Endlich erwachsen, die neue Serie. Ah, das ist ein anderes Hörspiel. Richtig. Ja, aber hinterher, wo Justus speiübel ist, finde ich trotzdem lustig. Also es ist halt. Es ist auch sehr lustig. Was jetzt fehlt, ist, dass er nach Hause kommt, Tante Mathilda an seinen Klamotten riecht und sagt, Junge, hast du einfach mit dem Rauchen angefangen? Ein Raucher in der Familie reicht doch und sich dann aufregt so. Vor allen Dingen, nein, ich rauche nicht und hat erstmal so eine fette Tabakdose. Das ist Onkel Titus Tabakdose, die hat er sich extra geliehen. So wie er sich auch das Auto von Onkel Titus leiht, um überhaupt zu Fred Hall fahren zu können. Der Typ hat echt nichts Eigenes, ne? Nee. Anstrengend. Tada, die Fingerabdrücke stimmen überein mit der Bombe. Ja, jetzt ja, könnte richtig. Man theoretisch zur Polizei gehen. Aber nein. Aber da Holger Malich ja schon für was anderes besetzt ist in diesem Hörspiel. Ist es jetzt schwierig, genau. Nee, es ist im Buch genauso. Also bevor jetzt der Eindruck entsteht, sie würden im Buch zur Polizei gehen. Nein, tun sie nicht. Sie behalten das schön für sich. Genau, sie wollen nämlich das selber irgendwie weitertreiben und planen dann eben, ihn zu beobachten. Und zwar, er hat ja nebenbei gedroppt, dass er in einem Buchhandel arbeitet. Und da wollen sie die Gunst der Stunde nutzen, weil sie genau wissen, wann er arbeiten muss dort, dass sie ihn dort beobachten können. Ja, aber interessant finde ich auch, dass sie jetzt mal eine richtige Agenda auch aufstellen, ne? Was sie machen wollen. Also sie legen ihre Ziele fest in diesem Fall. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil jetzt halt so viel passiert ist auch schon, dass man jetzt gerne nochmal so eine Rekapitulation hat und wo man dann weiß, okay, was ist jetzt eigentlich der Plan? Ne? Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Und dann passieren komische Sachen im Hörspiel. Ist das so? Naja, sie sind halt jetzt im Buchladen und beobachten den Typen bei der Arbeit. Da dachte ich mir nur, okay, cool. Und dann platzt die Polizei rein, will ihn verhaften. Dann rennt Fred Hall weg. Asterix redet mit der Polizei. Ja. Und der Polizist wirft einen Hinkelstein. Genau. Nein, er schießt ja zweimal auf das Schloss der Eichentür. Was? Das habe ich so nicht gehört. Ja, doch. Er schießt die auf. Oh, damn it, okay. So richtig so, warte mal. Ich komme aus Los Angeles, da schießt man die Türen auf. Ja, trauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Vor allem der Chef steht direkt daneben, anstatt zu sagen, warten Sie, ich habe einen Schlüssel, ich schließe das Ding auf. Warten Sie mal kurz, ich baller mal eben im laufenden Geschäft hier die Tür auf, weil wir, ja, egal. Oder also ich hätte halt auch denken, einfach gefragt, was ich vielleicht als nächstes sagen werde. Aber im Buch.
Also, wie schon gesagt, Peter ist es alleine, der Fred Hall observiert, nachdem er herausgefunden hat, wo er arbeitet. Ja, was ja auch viel smarter wäre, weil Justus kennt er ja genau, schon. Genau, so. Gespräch mit einer Nachbarin. Peter gibt sich als Verwandter, als Vetter von Fred Hall aus, auf der Suche nach ihm. Dann die riecht allerdings so ein bisschen den Braten. Dann kriegt er aber mit, dass er in der Buchhandlung arbeitet. Dann geht Peter dahin und verfolgt ihn halt dahin. Und dann taucht die Polizei auf. Hall rennt raus. Die Tür führt nach draußen, aber Hall hat sie verbarrikadiert. Weswegen auch das Aufschießen in dem Augenblick nichts bringt. Aber das ist im Buch genauso irgendwie komisch erklärt. Ich weiß jetzt nicht, ob er sie abgeschlossen hat und den Schlüssel mitgenommen hat. Jedenfalls, statt außen aus dem Haus rauszulaufen und hinterher, ist der kürzere Weg, die Tür aufzuschießen. Das kriegt, es ist Amerika. Ja, ja. Das, wir lösen es durch Ballern. Das beobachtet allerdings auch nur Peter dann. Ne? Also das ist alles ein bisschen dezenter. Das ist eigentlich auch ganz cool beschrieben, wie Peter ihn halt bei der Arbeit beobachtet, sich dann aber an eins der Regale stellt, wahllos irgendein Bildband greift und in dem blättert und so tut, als würde er ihn lesen, aber in Wirklichkeit immer mit einem Auge genau guckt, was Hall gerade macht. Und dann kommt die Polizei rein und Hall ergreift sofort die Flucht. Und Peter beobachtet den dann halt bei der Flucht und steht dann halt blöderweise aber auch vor der verschlossenen Tür und Hall entkommt. Oh, habe ich eine Detailfrage zu. Ja. Wird erwähnt, nach was für einem Buch er greift? Ja, warte. Weil, also ich würde jetzt mal sagen, heutzutage, also jenseits der Folgen 150 oder 170 oder so, würde irgendwie eine Anspielung mit einem zufällig gegriffenen Buch gemacht werden. Worden sein. So, also nochmal. Also, es würde eine Anspielung folgen, wenn er sich ein Buch schnappt. Also, entweder ist es ein Hitchcock-Buch oder so, irgendwie eine Anspielung auf irgendwas, was mit den drei Fragezeichen sehr stark zu tun hat. Ja, warte mal, es ist. Nee, es muss weiter hinten sein. Es ist blöd, weil ich suche jetzt gerade nach Buch. Blöderweise gibt es auch Adressbuch und Bucht und Buchhandlung und große Buchhandlung und so. Ah, da. Er schnaufte vom vielen Bücken. Körperliche Arbeit schien Fred Hall nicht gewöhnt. Peter trat hinter ein anderes Regal, sodass er bequem und ohne weiter selber gesehen zu werden, durch die Lücken zwischen den Büchern hindurch Hall bei der Arbeit zu sehen konnte. Er nahm sich einen dicken Wälzer von Jules Verne heraus und begann darin zu blättern. Also ein dicker Wälzer von Jules Verne. Das reicht als Erklärung, oder? Ja, ja, klar. Aber es ist jetzt nicht irgendwie eine Anspielung auf, keine Ahnung. Leider nein. Alfred Hitchcock, Bloch oder irgendwie hast du nicht gesehen. Mhm. Okay, also Fred Hall entkommt. Aber genau. Sowas von. Volle Kanne. Und jetzt sind sie zurück in der Zentrale und jetzt ruft Justus Cotter an. Einfach nur, um ihm noch ein bisschen was auf die Nase zu binden und zu fragen, warum Hall überhaupt verhaftet werden sollte. Mhm. Und jetzt wird einfach so in einem Nebensatz noch ein Plot eingebaut. Nämlich, wir erfahren jetzt, dass es außerdem noch Geldfälscher gibt. Ne? Die werden also, im Buch genauso beiläufig an der Stelle erwähnt. Ja, hier wieder eine schöne Parallele zu den Falschmünzern im Mäuseweg. von TKKG. Die Folge habe ich geliebt früher. Ja, mega geile Folge. Tatsächlich, die Falschmünzer vom Mäuseweg. Ist auch von den ersten 10 irgendwie ist das, ne? Glaube ich, Folge 6 oder? Relativ weit vorne, ja. Ja. Ja, und jetzt ist es dieses Mal, wir haben hier viele vertauschte Rollen. Jetzt ist es dieses Mal Bob, der sagt, ah komm, es ist eh Hall, wir können den Fall doch einfach aufgeben, oder? Also, Polizei macht es, Hall wird ja eh gesucht, fertig. Wir sollten Capitu aufgeben. Richtig. So, und dann gab's ja auch mal so einen Film, ein Schweinchen namens Bob. Genau. Schweinchen Bob in der großen Stadt. Und dann klingelt das Telefon und eine gewisse Charlie ist dran und sagt, dass Anne verschwunden ist und ob die drei Fragezeichen da nicht irgendwie was wissen und ja, so. Legt dann auf und dann hat Justus natürlich wieder Oberwasser und sagt, ja, und ihr wollt schon aufhören, ne? Ah, so sieht's mal aus. Wir machen schön weiter. Ja, er hat da auch keinen einzigen Moment an Anne gedacht, die ja irgendwie verschwunden ist, obwohl sie sich verabredet haben. Also, und das ist jetzt auch Justus atypisch, ne? Also. Ja. Naja, wer wird denn da schon pingelig sein? Ich.
Also, pass auf. Anne Baxter verschwindet im Hörspiel direkt, nachdem sie mit den drei Fragezeichen beim Zoo war. Nachts. Ja. Taucht nicht mehr auf. Im Buch ist es ein gängiger Charakterzug von ihr, dass sie nie eine Verabredung einhält. Justus hat sie noch ein paar Mal will noch mal den Druck auf sie erhöhen, nachdem sie auf den Videoaufnahmen gesehen haben, dass sie in der Nähe von Fred Hall stand. Dann will er noch mal mit ihr sprechen. Sie sagt nicht hier, wir treffen uns in 10 Minuten, wenn meine Schicht endet, im Café. Aus den 10 Minuten wird dann eine halbe Stunde, dann eine Stunde und dann fängt Justus an, sein Eis einfach zu essen, weil sie nicht auftaucht. Und sie verschwindet auch und sie wird auch entführt, aber halt deutlich später. Und deswegen konnte sie Charlie überhaupt erst von den drei Fragezeichen erzählt haben, was ja hier so eine Information ist, die auch so ein bisschen aus dem Nichts kommt im Hörspiel. So, Charlie ruft an, und ja, Anne hat mir von euch erzählt. Ja, wann denn? Anne ist doch seit einer ganzen Weile verschwunden. So, die ist doch weg. Mhm. So, na gut, okay, das wissen die drei Fragezeichen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Anne da schon im Hörspiel im Keller vom Tigergehege einsitzt. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, das stimmt schon. So, und das ist halt ein ganz krasser Unterschied an der Stelle, weil Justus macht sich keine Gedanken drüber, wenn Anne sich nicht meldet, weil sie halt unzuverlässig ist im Buch. Die taucht halt nie auf, wenn sie sagt, ich bin in 10 Minuten da. Deswegen wundert er sich auch nicht, wo sie ist. So, und jetzt Frage an euch, wer ist Charlie? Charlie ist das Mädchen im Indianerkostüm, wie sie beschrieben wird. So, und wurde sie auch schon, also sie wurde im Hörspiel auch erwähnt, ne? Relativ am Anfang, als diese Demonstranten beschrieben wurden, da wurde gesagt, ach guck mal, da ist ein Mädchen in einem Indianerkostüm und die verteilt Flyer. Warum die ein Indianerkostüm anhat, vielleicht einfach nur, dass man sie später nochmal wiedererkennt. Und welche Beziehung hat sie zu Fred Hall? Gar keine. Die sind beide in der Bürgerinitiative. Mhm, sie ist eine Freundin. Ah ja. Und das weiß man nicht. Aber sie ist, also das weiß man im Hörspiel nicht, aber sie ist es auch, die ihn an die Polizei verrät. Das wird aber im Hörspiel gesagt. Ja, aber im Hörspiel fehlt halt die Information, dass auf der Videoaufnahme Fred Hall seinen Arm um sie legt. Ah, okay. Ah, ja, okay. Also da wird sie nur als eine Freundin bezeichnet, deswegen. Ja. Mhm. Aber so diese ganze Beziehung zwischen Anne, Charlie, Fred Hall, irgendwie, das ist mir auch nicht ganz klar, weil Anne hat ja auch noch einen Freund irgendwie so, aber trotzdem. Ja, das ist eigentlich, ist es recht einfach. Annes Freund Roy ist der Partner, der Businesspartner, der sozusagen von Fred. Und Freds Freundin Charlie ist jetzt auch mit Anne befreundet. Also Roy ist der Chef der Umweltinitiative für diesen Jugendhof. Der trägt auch Brille und ist am Anfang auch da zu sehen. Also das ist so ein bisschen auch Verwechslungsgefahr mit Fred Hall. Der taucht im Hörspiel halt nicht auf. Der hat auch keine Sprechrolle. Im Buch gibt es eine Szene, wo die drei Fragezeichen ihn zu seinen Plänen mit dem Gelände interviewen und so weiter. Und das ist der Freund von Anne, der sie auf Fred Hall ansetzt. Und weil Fred Hall mit Charlie zusammen ist, freundet sich Anne mit Charlie an, um einen weiteren Zugangspunkt zu Fred Hall zu kriegen. Also die sind quasi alle miteinander befreundet. Aber Anne hat sich mit den beiden nur angefreundet, um halt Fred Hall auszuhorchen, dem halt Roy von vornherein nicht vertraut. Zu Recht, denn Hall steht ja auf der Gehaltsliste von sowohl Milton als auch Portland. Der spielt ein doppeltes Spiel. Okay. Okay. Also ihr merkt schon, das Hörspiel funktioniert gut. Ja, aber im Buch haben die Figuren alle ein bisschen mehr Motivation und Handlungstiefe. Ja, da ist noch ein bisschen mehr dahinter, das stimmt. Aber also ich muss sagen, das haben sie dann aber gut gemacht, dass sie halt immer wieder, dass sie genug weggelassen haben, um das Hörspiel halt möglich zu machen, aber nicht zu viel, um es halt nicht unlogisch zu machen. Ja, bis zum Ende habt ihr recht. Keine Kürzung. Ja, bis zum Ende habt ihr recht.
Ja. Apropos Ende, wir nähern uns langsam dem Ende, weil jetzt geht es darum, sie brechen jetzt bei Anne Baxter in die Wohnung ein. Genau. Bob hat die Dietriche. Ja, Bob benutzt auch die Dietriche. Zum das Einbruch. Hatten wir ja schon mal, dass es noch nicht ganz bei Peter angekommen ist, das Schlösserknacken. Ne? So. Nee. Ja, noch machen sie es alle immer wieder abwechselnd und Peter wird genau so, so wie Bob genauso gut Karate kann wie Peter. Ja. Finde ich eigentlich ganz stimmungsvoll und auch eine logische Entscheidung, nur dass dann, und das finde ich ein bisschen noch ein bisschen drüber, jetzt müssen die danach irgendwie so einen ganz abstrusen Rätselvers finden. Das ist halt leider, man hätte den also, Hinweis wahrscheinlich. Versteht mich da nicht falsch, ja. Ich liebe es, wenn es Rätselverse gibt bei den drei Fragezeichen, weil das ist immer irgendwie so ein gängiges Klischee, was meiner Meinung nach sehr gerne bedient werden darf, wenn es ein schönes, gutes Rätsel ist. In dem Fall finde ich es jetzt vielleicht noch einen Tick drüber, weil eigentlich passt das nicht so richtig zu Fred Hall, oder? Doch, richtig. Und aber also im Hörspiel nicht. Ich finde, im Hörspiel passt es nicht. Und das Ding aber ist Tom halt, hat gerade schon doch ja, gerufen. Ja, ja. Und er, aber im Buchkarte kann er jetzt gerne ausspielen. Ja, ich will die jetzt auch nicht die ganze Zeit spielen, aber Fred Hall ist ein Intellektueller. Er liest gerne, er ist sehr belesen. In seiner Wohnung gibt es dutzende Bücher. Er ist ein Literat. Er arbeitet in einer Buchhandlung. Nicht, weil er gerne arbeitet, sondern weil er Bücher liebt. Der ist schon sehr, sehr Ach so, Müsli-Fresser, Rätsel. Der ist intellektuell und er stellt Anne dieses Rätsel, weil er mitbekommen hat, dass sie ihn verfolgt und er sie damit in eine Falle locken will. Also deswegen ist da dieser Rätselvers. Der wirkt natürlich im Hörspiel an die drei Fragezeichen gerichtet, was er nicht ist. Und der hat die drei Fragezeichen nicht auf dem Schirm, die finden den halt durch Zufall. Und dass der von Hall kommt, ist auch klar. Der Umschlag ist mit FH beschriftet, es ist Recyclingpapier, weil der Müslifresser benutzt natürlich Recyclingpapier. Und. Also, ne, und das mit Kimball und Miss Marple ist eigentlich auch eine Sache, die Bob zusammen mit seinem Vater rausfindet. Also, Mr. Andrews hilft. Ja. Wird schön übrigens festgehalten, irgendwie auch, weil gerade auch Harrison Ford erwähnt wird. Ja. Weil der ja gerade Kimmel auf der Flucht spielt. Beziehungsweise, es ist, eigentlich wird angespielt auf die Fernsehserie, die die Vorlage für den Film war. Richtig, ja. Aber die kennt in Deutschland keiner. Also, die kennt man, wenn man Alf geguckt hat, weil es auch eine Folge gibt, wo Alf sich mit Mr. Kimmel vergleicht. Nämlich die Folge, wo er Lucky gefressen haben soll. Ja. aber das ist, in Deutschland kennt man halt eher den Film als die Fernsehserie. Katzenjammer heißt die Folge übrigens. Ja, die zweite gleich, ne? Und dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass es bei Auf der Flucht um die Adaption eines echten Falles geht, ne? Und zwar um den Fall von Samuel Shepard. Ist es der Shepard, der in Mass Effect die Galaxie gerettet hat? Ich habe nichts genau, der verstanden. Shepard ist das, genau. ja. Gut. Ja, Rätselvers, abstrus, kurz nochmal in die Zentrale, damit man eben ganz kurz das schalten kann. Es geht grundsätzlich darum, dass irgendwo etwas stattfindet, wo die sich treffen wollen und der Hinweis führt in Richtung Indien, weil es wird vom König von Indien gesprochen. Nee, ach, Indien sage ich schon. Asien heißt der Kontinent, ja. Entschuldigung bitte. Richtig, ganz genau. Und dann kommt Justus auf den Zoo. Und dann macht auf einmal alles Sinn. Also ist ein Schatz irgendwo im Zoo versteckt und den gilt es jetzt zu heben. Ja. Also auf geht's mitten in der Nacht zum verlassenen Zoo. Genau, weil Königstiger quasi die Lösung ist. So. Ja. So, und in diesem Tigergehege, die brechen dann da ein, beziehungsweise das ist schon offen, sie gehen dann da rein. Und finden dann da eine Klappe im Boden und da führen Treppenstufen runter und dort unten ist Anne. Die erzählt dann, dass Fred Hall sie da gekidnappt hat und dann gehen sie wieder raus und werden dann von Fred Hall inklusive einer Pistole überrascht und gestellt. Und dann kommt noch Mr. Portland dazu und der ist super skrupellos und sagt, ja, dann knipsen wir die jetzt aus. So, und da ist Hall jetzt dagegen, der hat es sowieso nur fürs Geld gemacht. Und dann kommt dieser Dialog, der so ein bisschen, also ja, den fand ich einfach doof. Was tun Tiger?
Naja, der Dialog ist, Justus fragt, das Fell lecken, keine Ahnung. Kollegen, wo sind wir hier eigentlich? Dann sagt Bob, na, im Tigerkäfig natürlich, Justus. Und was macht der Tiger? Peter, er springt auf sie. Als Portland hätte ich die schon längst erschossen in dem Fall. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Also, wenn wir in so einer Situation sind, bitte macht sowas nicht einfach. Ich komme da nicht drauf. Falls wir drei zusammen ermitteln. Genau, dann, genau. Bitte, so, bitte du nicht weißt machen. Doch, ne? Du weißt doch, was jetzt kommt, oder? Keine Ahnung, weglaufen? Ja, nee, also no one outruns a bullet. Also deswegen, ja. Das war jetzt ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen. Und hier haben wir auch eine schöne Parallele zu TKKG. Es wird halt mit Gewalt gelöst, ne? Mhm. Ist auch kein Unterschied. Obwohl der Gegner übermächtig ist, weil er eine Pistole hat, wird es halt mit Gewalt gelöst. Okay. Wären die drei Fragezeichen ein Computerspiel in den 90ern, wäre es indiziert worden, weil es keine Alternative zur gewaltsamen Lösung gibt? Ja, höchst vermutlich. Und ich möchte noch mal Justus Superheldenfähigkeit erwähnen, Bullet Attraction. Er sollte wirklich, wirklich nicht den Typen mit der Pistole anspringen. Ja, ja, richtig. Der Plan der Bösewichte, oder beziehungsweise Portland ist es ja im Wesentlichen, ist eigentlich noch viel skrupelloser. Sie zu erschießen wäre nur der Notfallplan, falls sie sich wehren. Eigentlich will er mit ihnen raus zur Küste und sie die Klippen runterwerfen, weil das dann mehr nach einem Unfall aussieht. Ach Mensch, ja, top. Ich sag ja, es ist noch viel, viel skrupelloser. So, aber jetzt passiert krass. Da so einiges. Also die haben ja da die Fälscherwerkstatt entdeckt. Sie haben Milton Mitchell, Mitch Milton. Du hast damit echt ein Problem, ne? Mitchell Milton heißt der Mann. Ich weiß, aber es wird ja auch immer falsch in diesem Hörspiel gesagt. Der verkauft Gammelfleisch im Auftrag von Portland und eigentlich möchte der Milton ja auch einen Vergnügungspark eröffnen, aber gleichzeitig auch boykottieren. Es ist ein bisschen, da haben sie noch so viel draufgepackt, finde ich so. Und ne? Da haben wir auch wieder eine schöne Parallele zu TKKG. Da werden dann auch immer mehrere Fälle gleichzeitig gelöst. Denn ja. Nachdem sie es überwältigt haben, fasst es auch noch Justus zusammen. Denn morgen gibt es einen Bericht über Miltons kriminellen Geschäftsführer. Das ist der erste Fall. Eine Blütenfabrik im alten Zoo. Das ist der zweite Fall. Die wäre überhaupt nicht nötig gewesen, dass man da so eine Blütenfabrik reinbaut, also eine Falschgeldwerkstatt. Dann ausgeträumte Träume eines Vergnügungsparks, okay. Und dann noch veraltetes Fleisch. Auch das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen für den Fall. Also, ja. Das Bombenlegen ist schon. Es gibt halt ein bisschen die Größe, so, weil Gammelfleisch alleine wäre, glaube ich, zu wenig gewesen für so einen Fall. Also ich finde, eine Bombe ist schon recht groß. Ja, so. Mein Gott, aber das ist ja aber. Das ist aber wenig verzwickt. Das ist halt einfach nur Gewalt wäre es dann gewesen nur. Ja gut, es war jetzt die ganze Zeit ja nur Gewalt im Endeffekt, ne? Da wurde ja, nichts ermittelt. Alles ein großes Ablenkungsmanöver, damit diese Fälscherwerkstatt da unten nicht auffliegt halt, ne? Ja. Ja. Also dann kommt noch so eine Lachszene, weil Justus hat nämlich ein Vorhängeschloss dabei, um die Leute in den Tigerkäfig einzusperren. Und da ist Bob wieder ein bisschen drüber so mit dem Lachen, aber find's jetzt. Ja, nein, das war ganz, best performance ever. Ganz dezent drüber. Aber ansonsten, ja, ist dann der Fall hier zu Ende. Ja. Was sagt ihr denn? Also ich habe so ein bisschen rausgehört, weil Sebo relativ viele Parallelen zu TKKG jetzt gezogen hat. Dann kann es ja nicht ganz so schlecht gewesen sein, oder? Ja, also ich finde halt immer nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, das eine ist gut und das andere ist schlecht, obwohl sich da viel gleicht, das finde ich halt bescheuert, aber naja. Ich finde den Fall ganz gut. Also ich mag das ja, wenn es so mehr Kriminalistik und weniger, übrigens, da gibt es Geister, ist. Also mir hat der Fall gefallen. Es ist halt, wie es jetzt Tom gesagt hat, im Buch ist halt noch mehr drin und noch mehr Motivation und noch mehr Hintergrund zu den Personen, aber ich finde, das ist jetzt dieses Mal, das ist ja auch nicht immer der Fall, aber dieses Mal ist es halt einfach sinnvoll zusammengekürzt, dass jeder noch relativ logisch handelt. Also dieses Rätsel zum Beispiel, das wäre nicht nötig gewesen, weil Hall hätte auch einfach der Anne so eine Falle stellen können
ohne dieses Rätsel so. Aber natürlich ist es ein Drei-Fragezeichen-Fall, deswegen ist ein Rätsel drin und es ist auch okay. Aber ja, ansonsten, ich weiß jetzt nicht, Tom, du hast ja gemeint, dass da zum Schluss wird unrealistisch oder beziehungsweise unlogisch gehandelt, im Buch zumindest. Da wüsste ich jetzt gerne, was das ist. Ja, also das ist mit der Geldfälscherwerkstatt, eigentlich sind die Bösewichte zu dritt. So die ganze Zeit. Ja. Ja, Hall ist quasi ein Verbündeter für den Geldfälscher und lässt sich von dem auch bezahlen. Und ja, also wenn ich das richtig jetzt verstanden habe oder so richtig noch zusammenkriege, dann hat Hall für Mitchell die Bombe gebaut, um halt die Jugendorganisation in Verruf zu bringen, bei der er sich ja eingeschleust hatte. Und hat aber gleichzeitig auch immer so versucht die Interessen von Portland zu wahren, damit Milton nicht auf die Idee kommt, wirklich, also er wollte dieses Abreißen des Zoos halt wegen der Geldfälscherwerkstatt auch noch ein bisschen rauszögern. Und die Motivation von Hall ist eigentlich die ganze Zeit in allem Geld. Also der hat gar keine Ideale, der ist einfach geldgierig, so. Wie gesagt, die Bösewichte sind zu dritt und dass dann Justus sagt, wir sind im Tigergehege und Tiger springen. Ja, das ist halt Crimebuster. Ja, das sind halt die Folgen, wo halt ständig eine Schlägerei ist. So Comicdiebe, Automafia, Musikpiraten, wo halt ständig Prügelei sind. Nur dass halt im Hörspiel nicht gesagt wird, dass Peter den Bösewicht mit einem Yokogiri Shuto-Oke Mai Tai Harakiri aus den Latschen tritt. So. Gut, das klingt lecker. Ne? Mhm. Aber ansonsten ist es halt gar nicht so weit weg dann. Die Auflösung ist im Buch dann noch ein bisschen länger, weil dann kommt auch die Polizei und beendet die Schlägerei. Und dann kommt die Auflösung, weil Anne Baxter wird im Buch von zumindest von den drei Fragezeichen auch wegen ihres plötzlichen Verschwindens und ihrer Unzuverlässigkeit für eine Komplizin von Hall gehalten. Weil nämlich genau in der Zeit, in der Justus sich mit Anne Baxter verabredet hat und in dem Eiscafé auf sie wartet, wird die Zentrale aufgebrochen und jemand stiehlt das Video, was ja Hall in der Nähe der Bombenexplosion zeigt, also am Tatort. Das ist aber nur ein doofer Zufall, dass die Bösewichte auf die Spur der drei Fragezeichen gekommen sind, deswegen wissen, wo die Zentrale ist, erfahren, dass es diese Videoaufnahmen gibt und da dann einbrechen, als Justus die Zentrale verlässt. So, und da kommt jetzt nämlich der dritte Bösewicht ins Spiel, der ja im Hörspiel gar nicht vorkommt. Jerry arbeitet in der Fleischfabrik von Mr. Milton, ist einer der Handlanger von Portland, da hat er den nämlich angeheuert. Und es gibt eine Szene, wo Bob sich von einem befreundeten Schlachter die Arbeitsklamotten seines Sohnes leiht, der in Bobs Alter ist, Dan heißt er, und mit den Klamotten sich dann bei der Firma einschleicht und sich da umguckt. Weil sie ja noch nicht wissen, sie ermitteln ja in alle Richtungen. Es geht ja irgendwie auch noch um einen Lebensmittelskandal. Sie wissen ja gar nicht, dass es um Geldfälscher geht. Und da beobachtet Jerry ihn. Jerry sieht dann, dass Bob mit dem Auto seines Vaters flieht, schreibt sich das Kennzeichen auf, findet raus, wem das Auto gehört, hinterlässt einen Drohbrief an Mr. Andrews, dass er seinen Sohn besser kontrollieren solle, sonst würden schlimme Dinge passieren, schlitzt Mr. Andrews die Reifen auf, deswegen ist Mr. Andrews sauer, allerdings nicht auf Bob, sondern auf den Typen, der die Reifen aufgeschlitzt hat und hilft den drei Fragezeichen noch und ist dann mehr oder minder auch so ein bisschen der Auftraggeber und sagt, wenn ihr irgendwelche Dinge über Milton etc. rausfindet, die ich in einem Artikel verarbeiten kann, dann lasst es mich wissen und hilft ja auch bei den Ermittlungen. Also es ist halt das, was ich die ganze Zeit schon sage, das Buch ist ein bisschen runder, ein bisschen zusammenhängender. Ja. Und eigentlich auch schon. Aber die Folge hat dir trotzdem gefallen? Also sind wir schon beim Fazit? Ja, also ich habe schon fazitiert. Ja gut, also dann habe ich die Unterschiede vom Buch jetzt gerade verarbeitet, wirklich verarbeitet. Ich mag die Folge, ich mag auch das Hörspiel gerne. Also, es ist, wie gesagt, das ist eine von den Folgen, die ich sehr oft gehört habe in Kindertagen. Dann lange, lange jetzt nicht mehr und jetzt für die Vorbereitung wieder. Die funktioniert für mich im Hörspiel.
die hat ein paar schöne Momente, so Fred Hall und Morton, der so total reaktionär seinen umweltliebenden Vetter nicht mag. Ja. Ich habe damals auch Reagan gewählt. Von daher, die hat was. Die hat Stil, die ist abgedreht. Dann ist da ein Wolfgang Völz, der ein Bösewicht spricht. Und ist ein schönes Hörspiel, aber ich muss sagen, das Buch ist jetzt ja kein klassischer Crimebuster, weil es nicht mehr von einem Amerikaner geschrieben wurde. Und die Crimebuster-Ära ja eigentlich endet in dem Augenblick, wo es in Deutschland weitergeht. Und man ja eigentlich jetzt in der Brigitte Johanna Henkel-Weithofer-Ära ist. Aber ich finde, hier ist noch eine gute Brücke geschlagen worden zwischen Crimebuster und deutscher Erzählung. Wobei der Fall eigentlich für eine Crimebuster-Geschichte viel zu gut ausgearbeitet ist. Also eine Automafia und so, das sind halt echt auch keine so starken Fälle. Und man versteht schon, warum Crimebuster irgendwie nicht mehr den Charme der frühen 3-Fragezeichen-Folge hatte oder für viele nicht hat. Aber diese Geschichte hier ist für ein Hörspiel zu kompliziert. Und deswegen hat man sie ja fürs Hörspiel dann auch zurechtgekürzt. An den meisten Stellen elegant, an ein paar Stellen kommen so kleine Stolperer rein, das mit dem Rauchen zum Beispiel und die Besuche und warum Anne Baxter verschwindet und so, das und wie lange die eigentlich schon verschwunden sein muss zum Zeitpunkt der Handlung. Mhm. Das ist alles, ne, das sind alles diese kleinen Stolperer, die aus den Kürzungen resultieren, aber das Hörspiel funktioniert trotzdem, es ist eine gute Kürzung in dem Sinne. Nicht so, wie wir das in den letzten Folgen ein paar Mal hatten, wo ich gesagt habe, da ist man aber mit der großen Schere beigegangen. Ja, richtig. Ne? Da bin ich ganz bei dir. Das funktioniert hier noch ganz gut und ich muss sagen, ist, glaube ich, eins meiner liebsten Henkel-Weithofer-Bücher. Also es ist ein richtig, richtig gutes Buch gewesen. Jetzt kommt Olaf und sagt, ich finde die Folge scheiße. Halt. Ja. Ich frage mich jetzt, welcher Tiger hat sich denn jetzt gerecht? Ja, das ist blöd. Das ist, ja, der Titel passt halt nicht. Heute würde die Folge die Botschaft vom Geistertiger heißen. Weil der Tiger ist ein Geist, ist nämlich schon gar nicht mehr da. Geisterhafte Tigerbotschaft. Ja, genau. Aber es war ja die Gewinnerfolge unseres Folgenvotings und wir haben vermutet, dass die rankommt, weil die älteste Folge in der Regel bei unseren Folgenvotings gewinnt, wobei es ein Kopf-an-Kopf-Rennen war. Mit einer Folge, wo sich die Spezies gefreut haben, dass wir sie auseinandernehmen werden. Das ist aber eigentlich nicht unsere Intention, also liebe Spezies. Ne? Also wir wann haben wir denn jemals eine Folge auseinandergenommen? Ich weiß es nicht. Das verbitte ich mir. Ich weiß nicht. Also es gab da mal so eine Folge, irgendwas mit einem Bunker. Die fand ich aber eigentlich gar nicht schlecht. Also im Prinzip, Sebo hat es, glaube ich, ganz gut auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist auch eine gute TKKG-Folge. Also ich würde dann funktionieren, also sprich solide Story, gut erzählt, auch gut gekürzt, wenn man das jetzt so hört, was im Buch noch alles so an weiteren Wendungen dort passiert, bin ich da insgesamt mit zufrieden. Ist für mich nicht eine Kern-3-Fragezeichen-Folge, aber ist ein gutes Hörspiel und die Sprecher sind über alle Zweifel erhaben. Was wirklich ein bisschen stört ist, wenn man in dem Fall war Inspektor Kotter ja noch nicht Stammstimme der 3 Fragezeichen. So, also wenn man das chronologisch von da aus gehört hat, dann funktioniert das ganz gut, wenn du quasi in dieser Postzeit von Brigitte Henkel-Weithofer das hörst, also dann mit der neuen Ära quasi angefangen hast und dann wieder zurückschaust und sagst irgendwie so, warum ist Holger Malig denn jetzt der Bösewicht? Dann ist das ein bisschen schwierig. Aber das ist halt so. Also, ja, inhaltlich habt ihr, glaube ich, alles dazu gesagt. Also kein schlechtes Hörspiel. Für mich keine Kern-3-Fragezeichen-Folge, aber insgesamt solide Geschichte. Ja. Ach so, einfach um das Tom-Bingo voll zu machen. Ich bin sehr traurig, dass im Hörspiel die Mädchen gestrichen wurden. Ach ja, stimmt, wichtig. Ja, das habe ich hier auch tatsächlich noch als Notiz stehen. Apropos Notizen, ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Habe ich noch was vergessen? Nö, habe ich eigentlich alles. Ja. Die Schierkoeffizient. Ahoi. Ja, sehr gerne. Wir müssen, ihr kennt doch das Problem, dass mein Excel erstmal starten muss. Die 3 Fragezeichen brechen ein unter der Anführung von Bob, diesmal mit den Dietrichen. Das gibt 15 Punkte. Außerdem, wollen Sie sich jemanden schnappen? Das gibt 25 Punkte. Also in dem Tigerkäfig halt, ne? Sie schnappen dann direkt so.
Schnappi, das kleine Krokodil. Genau. Justus wird wegen seines Gewichts beleidigt. Das gibt 15 Punkte. Dann geht es ein bisschen nach unten. Bob recherchiert, sagt so ein bisschen etwas, was er herausgefunden hat, das jetzt nicht sehr tief recherchiert war, aber immerhin relativ schnell 20 Punkte gibst. Absolut richtig. Dann brennt es irgendwo, nämlich ganz am Anfang eine riesengroße Stichflamme. 10 Punkte. Es gibt eine Autoverfolgungsjagd, eine Beschattung. Im Buch sogar noch viel mehr. Und das gibt 25 Punkte. Es gibt einen Rätselvers, der merkwürdiger nicht sein kann, für 20 Punkte. Außerdem hat der Bösewicht natürlich überraschenderweise eine Waffe für 20 Punkte. Ja, nämlich das abgelaufene Fleisch aus dem Restaurant. Das ist auf jeden Fall eine Bio-Waffe. Dennoch wird er niedergerungen. Der kriegt quasi einen Schnitzel um die Ohren gehauen, geht zu Boden. Das gibt 20 Punkte. Der Dönerpanzer hat wieder zugeschlagen. Titus flext. 25 Punkte. Außerdem kauft er tonnenweise Schrott und Justus muss helfen. 15 Punkte. Justus drückt sich aber vor der Arbeit. Das gibt auch nochmal 15 Punkte. Er drückt sich nicht direkt. Er muss helfen sogar. Ne? Also ja, das, er muss helfen, ja. Das genau. Klischee vergeben, ne? Ja, aber im Prinzip. Ja, genau. Blackie kriegt zu guter Letzt auch für 25 Punkte. Natürlich kommt Morten mit dem Rolls Royce in seiner seltsamen Einstellung zum Müsli vor. 15 Punkte. Die Visitenkarte wird vorgelesen. 1 Punkt. Dann kommt Crunchtime Bob Andrews. Cringe in dem Fall sogar auch. Captain Cringe. Captain Cringe ist es, genau. Es wird nämlich am Ende sehr debil gerade von Bob gelacht. Das gibt 25 Punkte. Und damit, kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 291 Punkten mit insgesamt 16 Klischees. Das ist eher so eine mittlere Folge. Ich muss bei Morten gerade die ganze Zeit an Family Guy denken. Die Folge, wo Peter auf einem Zirkuselefanten reitend in den Garten kommt und sagt, hey, los, guck mal, die zwei Symbole der Republikanischen Partei, ein Elefant und ein dicker, weißer Mann mit der Angst vor Veränderung. Ja, gut. Wollt ihr mal eine Überleitung aus der Hölle hören? Zu einem dicken, weißen Mann mit der Angst vor Veränderung, der uns jetzt Quizfragen stellt? So ähnlich. Anne Baxter wird ja gesprochen von der Schwester von Ilja Richter, ja. Der ja auch Nick Noble ist. Ja, ich verstehe. Und das hat nichts mit unserem Quizmaster zu tun. Der heißt nur ganz zufälligerweise Knick Knobel. Das ist keine Anspielung auf einen anderen Quizmaster, wer auch immer das jemals behaupten würde. Auf keinen Fall. Null. Ja, müssen wir wohl. Puh. Oh nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das kann doch nur eins bedeuten. Genau. Hier kommt Dr. Knick. Moin, Dr. Knobel. Ahoi, hoi. Hallo Dr. K., Sie hören sich irgendwie anders an. Haben Sie auch Heuschnupfen, so wie ich? Nee, ich spreche nur in einer Blechdose und einer Schnur dran. Ah ja. Weil ich nämlich im Dänemark-Urlaub bin. Ah ja. Sitzen Sie zufälligerweise in einer Sauna? Ja, genau. Und irgendjemand hat hier so Plastikreste liegen lassen. Die sind aus wie Schneeflocken, nur aus so grauem Plastik. Ich habe in der Sauna keine Modelle zusammengebaut. Ich habe darauf nur das Mikro abgelegt. Das würde ich jetzt auch sagen, nachdem ich erst Modelle zusammengebaut habe und dann die Sauna nicht gefegt. Das Interessante ist, dass eure These irgendwie unterstellt, dass es nur ein Ferienhaus in Dänemark gibt. Aber gut, wir das schon pingeln. Ja gut, dieses Land ist sehr klein. Sehr klein. 5 Einwohner hat es, habe ich gehört. 5, ja. Mhm. Das Ferienhaus, in dem Sie sind, hat vielleicht 5 Einwohner. Wisst ihr, was auch qualitativ minderwertig ist? Der Zoo von Rocky Beach. Das stimmt. Also, da gibt es keine Tiger und nur scheiß alte Fritten. Wisst ihr, was der beste Zoo der Welt ist? Der beste Zoo der Welt ist der Zoo mit den meisten gehaltenen Arten. Wie viele sind es? Ist das schon die erste Frage? Das ist die erste Frage, ja. Ah. Also wie, nicht wo der Zoo ist, sondern wie viele Arten genau, wie viele sind. Arten werden in dem Zoo mit den meisten Arten auf der Welt, also aktive Haltungen, also nicht irgendwie, was nicht mehr da ist. Boah, das ist schwierig. Also jetzt mal so eine Frage.
zu der Definition von Arten. Wenn die jetzt 5 unterschiedliche Papageien haben, rote, grüne, blaue, pinke. Dann sind es 5 Arten. Das sind 5 Arten. Und ein billiger Star. Okay, gut, weil wenn man danach geht, dann hat ja jeder Zoo schon bestimmt hunderte Arten. Dann müsste der größte Zoo der Welt ja wahrscheinlich irgendwie irgendeinen vierstellige ja, Anzahl an Arten haben, irgendwie so 2.700. Ja, vor allem, wenn die jetzt zum Beispiel auch ein Insektenhaus oder Ameisenfarmen haben. Ja, aber jede einzelne Ameise ist keine Art, Sebastian, ne? Nein, aber es geht darum, dass Insekten einfach unglaublich viele Unterarten haben. Das ist so kompakt hin, das würde ich mir auch vermuten, wenn du jetzt so einen generellen Zoo hast, wie irgendwie New York, irgendwie, wo es dann halt die Big Five und noch ein bisschen Gedöns drumherum gibt. Oder du hast halt irgendwie hier den Vogelpark Walsrode, wo es irgendwie tausende von Vogelarten geben kann. Was sind denn die Big Five? Deutschland, Frankreich, Großbritannien? Die Big Five sind der Wasserbüffel, die Giraffe, das Nashorn, der Elefant und das Gnu? Löwe gehört damit zu. Dann der Löwe. Das sind die Big Five. Das sind die Tiere, die jeder Zoo haben muss. Nein, das sind die Big Five auf Afrika, die man bei einer Safari sehen sollte, damit man dabei gewesen ist. Ach so, okay. Also hier in Dänemark gibt es keinen davon. Elefant, Nashorn, Kamelbüffel, Löwe und Leopard, das sind die Big Five. Okay. Was genau. Ist mit Nilpferd? Ist auch ziemlich groß. Nein. Ist aber ein Wassertier. Afrikanischer Elefant, Breitmaulnashorn, Kaffernbüffel, Löwe, Leopard. Ja gut, dass ihr das alle so genau wisst. Ich habe es nachgeschlagen. Ja, also wir müssen irgendeine Zahl sagen. Ich würde jetzt mal sagen 5000 Arten oder ist das zu viel? Ich glaube fast, dass das in die richtige Richtung geht. Ich hätte sogar noch mehr gesagt, aber also 5000 finde ich nicht zu viel. Ja, aber naja, das muss ja aber auch dann irgendwie, ich sag jetzt mal, kuratiert werden. Ich weiß nicht, wie die Bezeichnung ist bei einem Zoo irgendwie so. Zooratieren. Ja, es ist doch schon kuratiert, weißt du? Also, ist ja schon drin. Ja, okay. Mann, ey. Gott, man ist schlecht. Geht doch mal raus, rate mal, wo ich bin. Ja, also. Also ich würde jetzt sagen, irgendwie 5000 ist zu viel. Also 4730. Nee. 3291. Okay, Olaf, was schätzt du denn? 900. Also, okay. Also nehmen wir jetzt mal den Berliner Zoo irgendwie oder Hagenbeck oder irgendwie so weiter, da hast du... Das 900 ist mir zu wenig, weil ich glaube, irgend so ein Vogelpark hat bestimmt 900 Vogelarten. Mein Vogel nimmt jetzt echt nicht so viel Platz weg. Ich wollte gerade sagen... Und die sind ja auch innen hohl. Beim Eichelherr, da hatten wir es ja, da gibt es ja verschiedenste Unterarten, ne? Wenn jetzt ein Zoo allein 3 Eichelherr-Unterarten hat. Aber warum sollte ein Zoo 3 Eichelherr-Unterarten haben? Ja, weil die einfach unterschiedlich aussehen. Das ist der lameste Zoo der Welt. Wir haben alle Eichelherr-Unterarten, aber nichts anderes. Okay, pass auf, wir sagen, Vorschlag zur Güte, wir sagen 1700. Nee, also echt über 1000 glaube ich echt nicht. Das muss doch auch irgendwie katalogisiert werden und hast du nicht gesehen. Also mal ganz ehrlich. Ach so, und das ist dann der Grund? Ja, natürlich. Du weißt, dass es Computer gibt, ne? Ja, die müssen bedient werden. Ja, aber für wen wäre also ich glaube nicht, dass es an der Datenverwaltung scheitert. Die jetzt nicht gerade irgendwie an die Wissenschaft sich richtet, sondern eher an das Publikum. Naja, also auch an die Wissenschaft von wegen geregelter Aufzucht und Artenerhalt, ne? Also ja. Tragen Zoos ja auch zu bei. Und ich möchte jetzt nicht die sind Zoos ethisch vertretbar Debatte aufmachen. Das richtig. Und außerdem, wenn es nur um die Wissenschaft gehen würde, dann wären wahrscheinlich alle Zoos viel kleiner, aber es geht ja ums Geld, also gibt es große Zoos. Also ich würde jetzt von der größten Einheit würde ich 1000 sagen, irgendwie 1000, ja, 1000. Gut, dann sagen wir 1000 Arten. Okay. Also sagt ihr 1000 Arten. Okay, ja. Die richtige Antwort ist 1092 Arten. Boah. Okay. Da waren wir echt gut. Und jetzt Frage Nummer 2. In welchem Land ist dieser Zoo mit den meisten aktiven Haltungen der Welt? Ja, Südafrika. Meinst du? Nee, ich rate. Also, aber wer halt Wie wär's denn mit sowas wie könnte auch China Dubai. Sein. So. Oder Dubai. Dubai oder China, wo die Leute halt das, richtig Knete haben. Dass wieder irgendein Scheich raushängen lassen muss hier. Ne? Genau. Wobei, sind die so vielseitig interessiert oder geht es dann nur um die Angebertiere? Es geht generell nur ums Angeben. Ne?
So. Ich würde gemäßigtes Klima einschätzen, weil dann sowohl Tiere, die eher aus wärmeren Gefildern sind und die auch aus nördlicheren oder eben halt tief südlichen Gefilden kommen, dass die dort auch zurechtkommen. Also ich würde das schon in Europa ansiedeln. Ich weiß gar nicht. Aber der größte zu der Welt braucht natürlich Publikum. Also wollen wir China tippen? Oder Dubai? Wieso? Also ja, wobei, Dubai weiß ich nicht, weil es da einfach sehr heiß ist. Also China hat halt einfach mal jede Klimazone, von daher könnte gemäßigt und groß halt auch echt in China sein. Ne? Das ist so. Richtig, ja. Olaf, wärst du mit China einverstanden oder bist du eher bei Europa? Europa, also ist ja Europa kein müssten Land, wir dann natürlich. Ja, natürlich. Aber welches europäische Land hat denn bitte einen so großen richtig. Zoo? Europa müsste man natürlich spezifizieren, aber ich glaube nicht, dass er in Frankreich von der ist oder. These irgendwie, dass es auch kleine Tiere gibt wie Insekten und so weiter, dass die ja auch mit drinne sind, was ich jetzt mal vermute, muss das ja nicht riesig groß sein. Also der Berliner Zoo ist zum Beispiel nicht klein, überhaupt nicht. Hagenbeck ist auch nicht klein. Ja, aber würdest du sagen, das ist der größte Zoo der Welt? Es geht nicht um den größten Zoo der Welt, es geht um die meiste, also um den Zoo mit den meisten. Ja, okay, Arten. Aber die Tiere brauchen ja auch Platz. Also ich hätte, oder ich sag jetzt mal, vielleicht ist es auch vielleicht wirklich der New Yorker Zoo, keine Ahnung. Nee, der ist nicht so groß. Na gut. Also ihr könnt noch zwei Städte nennen oder zwei Länder nennen, dann müsst ihr euch entscheiden. China. Ich nehme jetzt einfach China. Also Seppo nimmt China und Tom und Olaf sind damit d'accord? Also ich hätte jetzt spontan auch gesagt, dass er irgendwie in Shanghai oder in Peking oder so ist oder in der Nähe von diesen großen Metropolen. Okay. Ja. Also meiner Recherche nach ist der Zoo mit den meisten Arten der Zoologische Garten Berlin. Du Scheiße. Scheiße, ey. Berlin mit den meisten Arten. Ja, mit den meisten aktiven Haltungen. Wenn man die nicht mehr aktiven Haltungen einbezieht, wäre der größte Zoo der Zoo von London. Weil die hatten in ihrer Karriere knapp 7500 verschiedene Arten. Haben jetzt aber unter 1000. Im 19. Jahrhundert konnte man im Zoo von London den Eintritt mit Hunde und Katzen bezahlen. Ja, die ja verfuttert worden sind, ne? Ja, weil das Fleisch für die Raubtiere nicht zu teuer war. Ich frage mich, ob in den aktiven oder vergangenen Arten auch die Menschen zählten in der Aufzählung, die man früher in Menschenzoos gehalten hat. Die Schmuckeremiten. Ja, die Schmuckeremiten, die guten alten Schmuckeremiten. Nee, Sie, da wollen Sie Geld verdienen, gehen Sie in meinen Garten und stehen Sie rum. Okay, Berlin, hätte ich nicht gedacht. Hab mich auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist der einzige Zoo, den ich in den letzten Jahren besucht habe. In den letzten Zoo-Jahren. Also Frage Nummer 3. Ich wollte eine Bombeneinleitung machen zu der Bombenfrage, aber die Folge hat einfach nichts hergegeben zum Thema Bombe. Die Folge war Bombe. Die Folge ist echt nicht schlecht. Ich dachte, man könnte irgendwie eine coole Frage machen zu der Zusammensetzung der Bombe, aber es wird nichts gesagt dazu. Aber es werden andere Elemente genannt in der Folge. Welche? Zählt das Element of Crime? Das zählt auch nicht, Pommes ist auch kein Element. Also doch. Elemente aus dem Periodensystem. Aus dem Periodensystem der Elemente, ja. Heieiei. Ich sag jetzt mal Eisen. Sind Eisenstäbe und Kupfer wird auch gesagt. Das sind auch Kupferrohre, oder? Die Onkel Titus da gekauft hat. Ja, ja. Die Justus noch sortieren darf. Was haben wir denn noch? Eisen, Kupfer. Kommt irgendwie Gold vor oder so? Ist die Tabakdose aus Silber? Blech. Blech ist, glaube ich, kein Element. Nein. Nee, aber du hast mich gefragt, woraus das ist. Mit Aludose oder sowas? Aber ich glaube, Eisen und Kupfer sind wir uns einig. Dann es zählen aber nicht hier Earth, Wind and Fire. Nee, ne? Nee, es zählen nur chemische Elemente aus dem Periodensystem. Peter findet ja dann unterm Bett von Fred Hall noch so einen Uranstab. Den auf der letzten Anti-Atom-Demo geklaut hat. Oh, das ist echt schwer. Also ich überlege jetzt gerade, was die Bombe gemacht worden ist, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Schwarzpulver, Magnesium ist oder sowas. Da wird aber nur gesagt, dass es stümperhaft zusammengebaut wurde. Ja, Stümp, das ist doch dann ein Element, oder? Da haben sie Element auf Wisch bestellt.
Deswegen. Aber irgendwie das Sauerstoff oder Wasserstoff oder sowas, sowas, was man auch schnell mal überhört, das wurde nicht genannt, oder? Fragst du gerade mich? Nee, sie frage ich garantiert nichts. Oha. Ja, irgendwie keine Ahnung, es kann auch sowas sein wie eine Zinktonne oder irgendwie sowas, kann auch in irgendeinem Nebensatz folgen. Aber ja, stimmt. Müssen wir sagen, welches sind, oder können wir eine Zahl nennen? Soll sie aufzählen? Alter. Also. Impossible. Naja, es ist nicht ganz so impossible. Ihr seid nah dran. Es fehlt nicht mehr viel. Aber ihr gebt auf, sehe ich das richtig? Also, ich bin mir bei Eisen jetzt mittlerweile nicht mehr sicher. Aber, also ich war, Kupfer wird gesagt, da bin ich mir sicher. Aber beim Rest. Ja, 100 Pro. Boah, nee, keine Ahnung. Du war, Stickstoff. Du, Stickstoff wird gesagt. Nein. Nee. Du warst nah dran mit Fred Hall, Tom. Der hat nämlich eine Nickelbrille. Nickelbrille. Das bezieht sich aber doch nicht auf das Element. Es wird aber genannt. Oh. Fangfrage. Das ist eine typische Knobelfrage, ja. Ich weiß. Mhm. Aber es wird echt noch besser. Und zwar, am Ende frage ich mich, warum Fred Hall dann den Brief schreibt und seinen eigenen Standort verrät. Vielleicht gab es da ja was im Buch. Ja, okay. Sie sollten mir lesen. Lesen bildet, ich weiß. Deswegen lese ich jetzt diese Frage vor. Miss Marple jagt Harrison Ford. Das coolste Crossover der Welt. Wie alt wäre denn Miss Marple, wenn sie im Kinofilm Harrison Ford jagen würde? Also Dr. Kimble. Oh. Von wann ist der Film? 95 oder so? Auf der Flucht, meinst ja. du? Ja. Ja. Ja, und Miss Marple kommt von 63, 64. Welchen Miss Marple-Film meinst du? Es gibt ja diverse. Ich Miss meine die erste veröffentlichte Miss Marple-Kurzgeschichte von Agatha Christie. Ach so, okay. Das war irgendwann in den 1920ern. Ja. 25? Ja, nur wie alt war die da? Ja, keine Ahnung, wie alt die in der Geschichte ist. Aber, ja, eben. Aber wenn wir jetzt sagen, 1925 kam die erste Miss Marple-Geschichte und der Film ist von 95, dann liegen dazwischen schon mal 70 Jahre. So. Ich weiß jetzt nicht, wie alt sie in den Büchern beschrieben wird, aber sie ist ja schon Rentnerin, also sage ich jetzt mal 60? Nee, also älter, ich sagen, älter. 70? Also würde ich sagen, sie ist 140 Jahre alt. Zum Zeitpunkt von Auf der Flucht. Ja, loggen wir so ein. Das ist, also der Film ist von 1993. Okay. Ja. Die Geschichte ist von 1927. In der Geschichte ist Miss Marple, wird ungefähr mit 65 angegeben. Das macht sie zu, würde sie zu 131 machen. Ich lasse 140 mal gelten, weil ich Toms Herleitung sehr schätze. Es war alles geraten. Aber ich war genau bei dir. Mitte der 20er, Mitte der 90er und Mitte 60. Ja, gut gemacht. Hat auch überall gepasst, weil wenn du bedenkst, dass, also im Endeffekt ist es ja Mitte der 20er und Mitte der 90er passt ja, weil sie ist zwar 27, aber 93. Das heißt, es ist beides 25 und 95 und 65 bist du ideal. Aber ja. 1927? Mhm. Im Dezember. Wie heißt die Geschichte? Weil ich dachte, das erste Auftauchen von Miss Marple war irgendwie Mord im Pfarrhaus, wo sie ja quasi nur die neugierige Nachbarin ist. Aber das ist der erste Roman. Ja, genau. Es gab vorher eine Reihe von Kurzgeschichten, die in einer Zeitung veröffentlicht worden sind, 3 oder 4. Okay. Letzte Frage für heute, dann seid ihr erlöst. Also Props an Ines. Ines hat die Miss Marple, also die hätte die ziemlich genau beantworten können. Ich glaube, die hat sie nämlich alle gelesen. Und auswendig gelernt. Ja, fotografisches Gedächtnis. Ja, so eine Schade, dass es aber nicht Ines Geburtstagsfolge ist. Letzte Frage, Frage Nummer 5. Fred Hall steht auf klassische Musik. Und bei ihm, laut der Aussage eines Spezies, läuft da klassische Musik. Von wem ist die? Von welchem Komponisten? Schostakowitsch. Weißt du es oder hast du den Namen gesagt, weil er lustig klingt? Ja.
Also ich habe keine Ahnung, aber du kannst Benny sagen. Ja, das ist Benny. Du kannst Benny sagen, wenn er nochmal sowas macht. Unseren geschätzten Discord-Moderator. Dass die klassischen Musikfragen immer von ihm sind. Er hat die Frage noch viel schwieriger gestellt und ich dachte mir, das kann man nicht machen. Ja, ja, wie schon beim letzten Mal. Von daher, keine Ahnung, aber wenn du Shostakovich sagst und dir sicher bist? 100 Pro. Ich hab einen Master in klassischer Musik nicht. Also, okay, du hast geraten. Ich dachte, du hättest vielleicht durch einen lustigen Zufall auch gewusst. Nö, aber ich fand einfach, komm, wir nehmen Shostakovich. Wieso, egal. Als würde das einer von uns wissen. Ja, okay, dann können wir genauso gut auch Kolmogorov nehmen. Ja, aber ich habe als erster gesagt. Also, Olaf, sag du deine Antwort. Es war der Ritt der Walküren. Nee. Den hätten wir, glaube ich, erkannt. Tschaikowski, so. Okay, es ist Beethoven. Okay. Wer könnte das gewusst haben? Ein Hund, der Klavier spielt. Das war ein sehr formidables Quiz. Ich freue mich, dass ihr so viel gewusst habt, aber dann auch wieder die Hälfte nicht. Damit kann ich mit bestem Wissen und Gewissen aus der Sauna ins Bett gehen. Das war knackig. Das war auf jeden Fall ein knackiges Quiz. Und ich möchte daran erinnern, wir hätten auch bei den Pizzafüchsen nachgucken können, sicherlich zur Folgenvorbereitung, welche Musik da so verarbeitet wird. Aber leider schaffe ich das immer nicht. Aber gemerkt hätte ich es mir trotzdem nicht. Nö. Das ist ja das Problem. Stimmt, aber ja. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber Tom, Props, gut geschätzt heute. Ja, mega. Ja, also. Vor allem seine 9000 gehaltenen Arten in China waren. da war ich total on point. Zum Zungeschnalzen. Ja, man muss ja nicht alles richtig schätzen, hallo? Oh, das war schon mein Anspruch eigentlich so. Ja, aber 1000 Tiere in Berlin, da hätte ich jetzt nie im Leben mitgerechnet. Dass das der größte Zoo ist, das ist ja lächerlich. Der artenreichste Zoo. Da leben ja mehr Arten in meinem Keller. Also ich glaube, das dass ich solche Trivia tatsächlich gelesen habe, weil ich mich, der Zoo in Berlin, den habe ich ja besucht und habe mich ein bisschen über die Eintrittspreise gewundert, aber. Ja, die nehmen halt 1 Euro pro Tierart, ne? Ja. Ja, fast. So. Wow. Aber ich glaube, das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau irgendwie, aber ich glaube, ich habe 45 Euro Eintritt bezahlt. Gut, ich habe in Hamburg am Wochenende eine Pommes für 6,90 Euro gegessen, eine Portion, nicht eine einzelne Fritte, sondern. Du hast 45 Euro Eintritt bezahlt, aber du durftest im Souvenirshop auch ein Tigerbaby mit nach Hause nehmen. Ja, und das habe ich jetzt hier als kleines Stofftier bei mir. Gut, bevor wir noch weiter abschweifen, Freunde, hier ist ja die Schere. Bitte schneiden Sie einmal von Dr. Knobel das Dosentelefon ab. Ja, mache ich sehr gerne. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir dieses Podcast-Türchen zu für heute und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Was muss man denen eigentlich anbieten, dass sie ihn behalten? Denen? Ja, denen. Ach so. Das war der spezial gelagerte Sonderpodcast. Ihr könnt die Jungs unterstützen über patreon.com/spezialgelagert oder über paypal.me/spezialgelagert. Der SSP bedankt sich recht herzlich bei Dr. Orgel für das tolle Intro und der Station Voice Heinz Kreinbaum. Der SSP ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Kosmos oder Europa. Ihr findet den SSP auf Facebook, Twitter und Instagram, jeweils unter Spezial gelagert sowie auf YouTube. Außerdem könnt ihr die Jungs auf dem SSP-Discord-Server antreffen. Alle Links findet ihr natürlich auf der Webseite spezialgelagert.de. Bis zum nächsten Mal.